Es ist Donnerstag, der 10. Juli 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es in unserer Sendung um Frieden und Völkerverständigung. Dazu haben wir auch heute wieder hochkarätige Gäste in der Sendung. Es wird gleich losgehen mit einem Interview mit Ken Jebsen, vielen bekannt von der Sendung Ken FM, so heißt auch heute seine Webseite. Danach werden wir sprechen mit dem Russlandforscher Kai Ehlers, direkt live aus Moskau. Danach Dr. Ansgar Klein von der Friedensinitiative Würselen. Und zum Schluss werden wir mit dem Musiker und Friedensaktivisten Peter Jurjens sprechen. Ja, zuerst zu Ken Jebsen. Am Montag diese Woche, am 7.7.2014, fand die Friedensmahnwache in Düsseldorf vor dem Hauptbahnhof statt, mit Musik und prominenten Gästen, darunter Ken Jebsen. Er war früher Radiomoderator, hat Musik moderiert und dort sich für die Völkerverständigung eingesetzt. Heute ist er einer der prominentesten Akteure der Montagsmahnwachen für den Frieden. Und wir haben die Gelegenheit am Montag genutzt, ihn zu interviewen zu den Friedensmahnwachen und auch welche Vorschläge, welche Ansätze er hat zum Frieden in der Ukraine. Aber auch, er hat ja auch iranische Wurzeln unter anderem, wie die Entspannung und die Verständigung zwischen Israel und Iran verbessert werden können. Ja, bitte um Start des Interviews, was wir am Montag aufgenommen haben. Danach wird es dann gleich live weitergehen mit Kai Ehlers aus Moskau. Es ist Montag, der 7. Juli 2014. Wir sind hier in Düsseldorf, in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Ich habe die Ehre, ein Interview zu führen mit Ken Jebsen, ehemals Radiomoderator im Radio Berlin-Brandenburg, glaube ich. Und einer der Hauptinitiatoren, wahrscheinlich der prominenteste Initiator der Montagsmahnwachen in Berlin. Und heute war hier eine Montagsmahnwache in Düsseldorf, wo Leute von verschiedenen Mahnwachen aus Nordrhein-Westfalen hingekommen sind. Ja, Ken, was hat dich dazu gebracht, was hat dich veranlasst, die Mahnwachen mitzustarten? Ich habe sie ja nicht mitgestartet, das hat ja Lars Meerholz getan, über den man sich selber im Netz schlau machen kann, mit dem ich insofern Verbindungspunkte habe, dass er ein alter Fallschirmspringer ist und ich war bin ein junger Fallschirmspringer, jedenfalls im Gegensatz zu Lars Meerholz, der das sehr viele Jahre professionell getan hat und ich habe das nur so, mache es immer noch so hobbymäßig. So hat er mich mal angeschrieben übers Netz, ob ich nicht Lust hätte, etwas zu unterstützen, was er Mahnwache nennt, Demonstration für den Frieden. Da habe ich gesagt, kann ich nicht unterstützen, muss ich mir das mal anschauen. Da hat er mich dann x-mal angeschrieben und in der dritten Woche bin ich einfach mal ans Brandenburger Tor gefahren, weil es auf dem Weg lag. Ich musste eh noch zu einer Veranstaltung, guck mir das an. Das fand ich spontan gut, da hat man mir gleich ein Mikrofon in die Hand gedrückt. Ich habe, weil ich auf eine Veranstaltung wollte, meinen Kameramann dabei gehabt, der einfach auf Record gedrückt. Ich habe es später ins Netz gestellt und spontan wurde das dann größer. Das wäre sicherlich auch ohne mich größer geworden, vielleicht nicht so schnell, aber da wäre ja ein anderer Kameramann, ein anderes Portal gekommen, hätte es reingestellt. Der Dank gilt eigentlich Lars Meerholz, weil Lars Meerholz ist ein ganz normaler Bürger, während ich ja nun mal ein sehr aktiver Journalist bin, von dem man das vielleicht eher erwartet hätte. Aber ich bin ja nicht derjenige, der die Idee hatte. Aber das zeigt ja, dass die Idee reif war, wenn ein Otto Normalbürger wie Lars Meerholz die einfach realisiert hat. Und dann hat es spontan eben diese positiven Ableger gebracht. Das wird ja nicht zentral gesteuert. Es gibt eben nur, das sagt Lars Meerholz auch, es gibt so zwei, drei Grundregeln, keine Flaggen, keine politischen Botschaften, das alles nicht, sondern es soll nur um den Frieden gehen. Also Mahnwache für den Frieden. Er selbst sieht das ja so als Wecker. Und da habe ich dann 2, 3 Mal gesprochen. Das kam bei den Leuten einigermaßen gut an, aber ich habe die Sachen auch schon so ja mal gesagt, nur eben dann live, sage ich mal, ohne das als Skript zu lesen. Das hat wohl Menschen eher erreicht, weil es nicht so gedrechselt formuliert ist, sondern umgangssprachlich. Und
das fand ich sehr gut, dass Leute auf einmal sagen, ich engagiere mich für den Frieden, ich erkläre mich für zuständig. Und dann hat man uns jetzt nach Düsseldorf eingeladen und Pedram Chaya war ja hier und war vorher in Dortmund. Wir waren vor ein paar Tagen mal in Essen und wir versuchen einfach, die eine oder andere Mahnwache anzufahren, um dort ein bisschen den Spirit aufzunehmen, was da an Feeling in der Luft liegt, weil die unterscheiden sich alle so ein bisschen. Die sind alle anders, Köln ist anders als Essen, Berlin ist anders als Leipzig. Aber sie haben alle etwas gemeinsam, dass Leute einfach sagen, ich bin zuständig für den Frieden. Und deswegen, ich bin einfach vorbeigekommen, weil ich es cool finde. Und das ist auch super. Und mal angenommen, die Leute in der Ukraine würden jetzt sehen, Mensch, jetzt haben wir so viel Mist gebaut. Wir wollen uns wieder versöhnen, wir wissen aber nicht, wie wir da hinkommen. Und würden jetzt sagen, Mensch, da gibt es den ehemaligen Radiomoderator, der ist so engagiert für den Frieden, den Ken Jebsen. Und der hat schon in seiner Radiosendung immer Leute zusammengebracht von verschiedenen Kulturen, um Brücken zu bauen. Welche Ideen hast du, wie könnten die in der Ukraine aufeinander zugehen? Was können die für Schritte machen? Also mit der Ukraine ist es so ähnlich wie mit Afrika. Wenn das sich besser entwickeln soll, müssen einfach die kolonialen Mächte das Land verlassen. Dann ist alles in Ordnung. Es ist nicht so, dass die sich nicht grün wären, sondern es gibt Interessen, die von außen das anschieben, damit die sich grün sind. Also ganz klassisch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Die Ukrainer sind ja nicht von heute auf morgen auf die Idee gekommen, sich gegenseitig zu bekriegen, sondern da haben wir auf der einen Seite die Vereinigten Staaten oder die NATO in diesem Fall, ja, und die Vereinigten Staaten als Haupttool hier. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Sowjetunion und sie haben beide unterschiedliche Interessen an dieser Ukraine. Die Sowjets oder die Russen in diesem Fall haben, sage ich mal, berechtigtere Interessen, weil es der unmittelbare Nachbar ist. Und seit der NATO-Osterweiterung würde ich mir als Russe auch Gedanken machen, wenn die Raketen dann bis 400 Kilometer vor Moskau stehen. Das ist kein friedlicher Akt. Und deswegen, ich glaube nicht, dass die Ukrainer von mir jetzt Tipps wollen. Die haben sehr viele Aktivisten im eigenen Land. Aber es ist nicht damit getan, dass diese Aktivisten, die sich dort für den Frieden einsetzen, das machen. Denn wir haben professionelle Kräfte von außen, die das eben massiv mit viel Geld, Logistik und Militär stören. Und das ist einfach Geopolitik, die dort hinter den Kulissen abgeht. Dort wird ja ein Krieg unterschwellig auf niedriger Stufe angeschoben und gehalten, um dort Russland quasi zu binden, zu provozieren und solche Dinge zu machen. Das ist die klassische koloniale Politik, einfach Krieg produzieren und Menschen binden und miese Propaganda machen. Wenn diese imperialen Kräfte, vor allem die NATO, sich aus dieser Region zurückziehen würde, bin ich sicher, würden auch die Russen sich aus der Region zurückziehen und dann würde den Ukrainern nichts anderes übrig bleiben, als das zu tun, was sie die letzten Jahre auch gemacht haben. Sie würden sich an einen Tisch setzen und sagen, wo ist das Problem? Aber kaum haben sie eine Lösung, kommt irgendjemand und sagt, nein, es ist anders abgemacht. Es geht nicht um die Ukraine in den Medien. Es geht darum, dass dort Großmächte aufeinanderprallen und sich zanken. Und die Ukraine ist hier leider der Leidtragende. Das tut mir furchtbar leid. Das heißt, es wäre das Sinnvollste, dass erstmal die NATO einen Schritt macht, einen Schritt zurückgeht, dann die Russen immer praktisch so im Wechsel, damit die Ukrainer, damit er erstmal den Druck daraus nimmt. Ich meine, wir in Deutschland haben eine Verantwortung. Wir sind ja wiedervereinigt worden. Damals war ja der Deal mit Gorbatschow. Ihr bekommt die DDR, die darf dann in die NATO eintreten, weil sie zu Deutschland dazugehört. Es gibt keine NATO-Osterweiterung. Also wir machen einfach mal einen Freeze. Also, die Russen haben sich daran gehalten, die DDR ist zu Deutschland gekommen und die NATO hat sich nicht daran gehalten. Das ist ganz einfach. Leider hat Gorbatschow sich das nicht schriftlich fixieren lassen, okay? Dass wir befreit wurden, Nazi-Deutschland, haben wir den Russen mit zu verdanken. Die Russen sind gute Nachbarn, es bleiben auch unsere Nachbarn, egal was auf diesem Kontinent passiert, auf dem eurasischen Kontinent, die Russen bleiben da, wo sie sind. Wir müssen mit den Russen auskommen, weil es unser größter Nachbar und ist ein guter wirtschaftlicher Partner und wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir gemeinsam haben. Aber es gibt eben welche, die sagen, es ist uns gar nicht recht, wenn die Deutschen oder Europa sich zu gut mit den Russen versteht, weil dann wird Amerika nicht mehr so gebraucht. Hier geht es um Geopolitik, um nichts anderes. Und dann versucht man irgendwelche Dinge zu finden und sagen, die verletzen aber Menschenrechte. Ich finde es halt ein bisschen absurd, wenn ein Land wie die Vereinigten Staaten sich für die Menschenrechte einsetzt und das vielleicht mit einer Protestnote aus Guantanamo. Das ist einfach, das ist Sarkasmus. Das ist eigentlich Monty Python live. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen und das muss man einfach sagen. Ich meine, einen Friedensnobelpreisträger, den ich ja nur noch Friedhofsnobelpreisträger nenne, der seine Drohnen ausschickt und Menschen tausendfach tötet, ja regelmäßig an seinem Killing Mittwoch oder so, dem höre ich auch nicht mehr länger zu. Und ich lasse mich nicht gegen ein Volk oder gegen Menschen aufbringen, die ich gar nicht kenne. Lass die Ukraine einfach in Ruhe. Das sage ich der NATO und dann werden auch die Russen sich dort zurückziehen. Und dass die Russen sich damals stark auch für die Krim eingesetzt haben, das hat einfach damit zu tun, dass die Krim ja bis, glaube ich, 1956 zu Russland gehört hat. Chruschtschow hat die ja verschenkt. Warum? Um dieses kaputte Land nicht wieder aufzubauen. Und uns ging es der NATO, ich sage schon uns, ja, der NATO ging es um Sewastopol als strategischen Hafen, weil Tartus, der Hafen in Syrien, wurde auch schon kaputt gemacht. Es geht einfach darum, den Militärstützpunkt, ja, sowohl im Schwarzen Meer als auch im Mittelmeer so zu zerstören, dass die Schwarzmeerflotte den Handel nicht mehr betreiben kann. Es geht nur um fucking Geopolitik. Es hat mit Frieden nichts zu tun. Es geht ums Geld. Es geht um Märkte. Und unsere Märkte können nur wachsen, wenn andere verschwinden. Darum geht es. Es geht nicht um das, was um Menschenrechte und Frieden und Selbstbestimmung ist alles Käse. Ich würde gerne noch zu einem anderen immer wieder spannungsgeladenen Verhältnis kommen.
zwischen Israel und Iran. Wir haben es ja abstammungsmäßig, zumindest glaube ich von einem Elternteil vom Iran. Und jetzt hat es ja einiges gegeben, auch zur Entspannung zwischen Israel und Iran. Diese Kampagne Israel loves Iran und der jetzige iranische Regierungschef hat einiges an Sympathie gezeigt und dass man die Iraner nicht gegen die Israelis sind. Und was könnten da nächste Schritte sein, um die Verständigung zu verbessern, damit da nicht mehr Leute zündeln können? Also ich will es mal so sagen, die Iraner und die Israelis haben überhaupt kein Problem miteinander. Die größte jüdische Community außerhalb Israels ist ja im Iran. Ja? Die sehen sich übrigens als Iraner mit jüdischen Roots. Und ich habe auch jüdische Roots, aber ich habe auch iranische Roots, aber die Roots sind völlig wurscht. Ich habe auch norwegische Roots, französische und schwedische. Na und? Darum geht es gar nicht. Ja? Fakt ist, Regierungen haben Probleme miteinander, weil Regierungen über die Probleme sich selbst auch legitimieren. Wenn der Iran Probleme mit Israel hat und Israel hat Probleme mit dem Iran, dann können die Regierungen das, was sie dort auch im Inland tun, damit legitimieren. Wenn man die Regierungen abziehen würde und ließe das Volk machen, gäbe es schon lange Frieden. Geh nach in Iran oder geh nach Israel. Die Menschen vor Ort haben überhaupt kein Problem mit den Iranern. Die Iraner haben auch kein Problem mit den Israelis. Es sind die Regierungen oder Gruppen in den Regierungen, die von diesem Extremismus profitieren. Es ist überall so. Feindbilder. Wenn du Feindbilder aufbauen kannst, kannst du auch sagen, wir brauchen die und die Rüstungspolitik. Und oft ist es eben so, dass Menschen, die auch in der israelischen Regierung sitzen, sind ja alles Militärs, die oft beteiligt sind an irgendwelchen Rüstungsformen. Die brauchen diesen Krieg, weil sie daran partizipieren, weil sie ihre Aktien in Rüstungskonzernen haben. Und im Iran wird es ähnliche Geschichten geben. Solange du ein Feindbild aufbauen kannst und alles sind gegen dich, kannst du auch ein sehr restriktives System durchsetzen, in dem du als Mullah dann schalten und walten kannst. Nimm die Regierungen aus dem Spiel, es braucht genau dasselbe. Die Völker können gut miteinander. Die Russen und die Deutschen können super miteinander. Die Regierungen können nicht miteinander. Und das heißt, das sind ja Vertreter der Industrie, die können nicht miteinander, weil dort gibt es keine friedliche Koexistenz, da gibt es nur das Denken, die oder ich. Und mit diesem Denken kommen wir nicht weiter. Ja, also ein wichtiger Lösungsansatz könnte also sein, einfach den Austausch zwischen den Bevölkerungen zu stärken. Besucht euch gegenseitig. Besucht euch einfach gegenseitig, reist massenhaft als Iraner in Israel ein, das ist ja nicht so einfach, und umgedreht, besucht euch gegenseitig oder besucht euch auf anderen Flughäfen und macht was miteinander. Ihr werdet feststellen, ihr könnt gut miteinander. Ja? Es gibt ja auch sehr viele Iraner in Israel, die dort ja auch Farsi sprechen oder Hebräisch sprechen oder jemand, der ein ganz bekannter Friedensaktivist, an den man sich vielleicht noch erinnern möchte, jedenfalls gab es ja neulich auch eine Reportage beim WDR, Abi Nathan, ja, einer der israelischen Friedensaktivisten, der als erster dem PLO-Chef Arafat die Hand geschüttelt hat. 4 Jahre später gab es den Friedensnobelpreis dafür, aber er ist doch in den Knast gekommen oder der Nasser besucht hat. Der Mann ist im Iran geboren, ist in Bombay groß geworden, ist mit Gandhis Geist kontaminiert worden, hat dann für die Israelis gekämpft gegen die Palästinenser, bis sie gefragt hat, was soll denn das? Und hat dann eben dieses Peace-Ship gegründet, hat dann eben ganz bewusst aus dem Mittelmeer an alle Araber, an alle Israelis, an alle Mittelmeerbewohner, an alle gesendet dazu, Frieden ist möglich. Wenn wir uns an Abi Nathan orientieren würden, die Zeiten waren damals schlechter, da gab es 6-Tage-Krieg und so etwas, dann sehen wir, dass es geht. Nur dieser Mann ist in Israel heute nahezu vergessen. Warum? Weil es gibt sehr viele Menschen, die sind an Friedensaktivisten nicht interessiert, weil Frieden ist eben nicht dasselbe Geschäft wie Krieg. Und deswegen, wir brauchen gar nicht auf die Zukunft zu spekulieren. In der Vergangenheit hat es diese ganzen Leute gegeben. Aber auch ein Gandhi war zu Lebzeiten ein höchst umstrittener Typ. Ja? Ein Thomas Sankara war höchst umstritten. Auch ein Martin Luther King war total umstritten. Jesus war total umstritten. Wir brauchen mehr umstrittene Leute. Es hat die doch alle gegeben. Und wir sollten uns nicht nur auf die konzentrieren, die Medien beherrschen und sagen, es gibt keine Alternativen. Die sind eben alle nur böse und beknackt und Hinterwäldler und die müssen alle weg. Ich werde mich niemals einem Geist anschließen, der darauf spekuliert, dass die anderen Menschen weg müssen, was eine andere Formulierung ist, bringt sie um. Das ist einfach der falsche Weg. Ich hätte noch eine Frage. Ich lese ab und zu Press-TV. Und bei Press-TV schauen Sie sich immer wieder eine Organisation an namens IPEC, was also so von Ihrem Auftreten her eigentlich eher eine Organisation ist zur Förderung der Sicherheit Israels und für amerikanisch-israelische Freundschaft. Und bei Press-TV sagen wir immer wieder, die setzen sich ein dafür, dass der Iran noch mehr Sanktionen bekommt. Wie kann man mit solchen Organisationen umgehen, die eigentlich, deren Vision ist zumindest, was sie sagen, ist, amerikanisch-israelische Freundschaft zu stärken, aber dann immer wieder Ängste vor dem Iran schüren? Wie kann man den Menschen helfen, sich zu ändern?
Also AIPAC oder ADL, die sind etwa so neutral bezüglich des Friedens in Israel wie die ADAC zur Autoindustrie. Das muss man einfach sehen, verstehen und sagen, ja, die sind sehr mächtig, aber man muss Alternativen entwickeln. Man braucht auch diese Organisationen nicht, weil diese Organisationen haben ja auch eine Hierarchie, die leben auch von dem Konflikt. Wer geht dorthin, wer macht dort was? Es hat mit Macht zu tun, okay? Und diese Macht soll ja Druck ausüben und arbeitet ganz stark mit dem Tool Angst und so weiter. Es gibt die, es hat die immer gegeben, aber wir haben heute soziale Netzwerke und ich kann eben nur jedem raten, man kann diese Organisation nicht ignorieren, genau wie man die PLO nicht ignorieren kann oder die CDU ignorieren kann, aber es gibt Alternativen. Man kann miteinander reden ohne die CDU, das ist möglich. Man kann alternative Verkehrsmittel entwickeln ohne den ADAC. Man kann für Frieden sein zwischen Iran und Irak oder Iran und Irak ist ja im Moment auch möglich, da gibt es ja einen Schulterschluss, oder Iran und Israel ohne ADL oder AIPAC. Das sind Clubs, Elite-Clubs. Und wer ist dort drin? Also ich nicht. Die Leute, die da drin sind, die, das ist eine Lobbyorganisation. Was ist eine Lobbyorganisation? Eine Lobbyorganisation ist einfach, da sitzen Leute, die versuchen, die Demokratie für sich auszulegen. Okay? Das muss man als das sehen und das darf man auch nicht überbewerten. Und man hat heute die Möglichkeit, an denen vorbei zu kommunizieren. Die vertreten Interessen. Und die Interessen heißen vor allem, so beschissen, wie es im Moment ist, ist zwar total beschissen, aber leider geht es nicht anders. Ich glaube schon. Danke. Bitte. Sie hören den zweiten Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am Donnerstag, den 10. Juli 2014. Mein Name ist Volker Reusing. Ich darf ganz herzlich den Russlandforscher Herrn Kai Ehlers begrüßen, direkt aus Moskau. Guten Abend, Herr Ehlers. Ja, hallo, guten Abend. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Sendung. Naja, ich bin sowieso jetzt hier zu Hause in Moskau am Abend. Am Abend habe ich langen Tag gehabt. Alles gut. Herr Ehlers, Sie kennen Russland seit vielen Jahren und uns interessiert besonders, was ist das damals für eine Zeit gewesen in den 90er Jahren? Was ist da mit dem russischen Sozialsystem passiert durch den IWF, durch die Harvard-Professoren oder auch durch die Art und Weise des Übergangs zur Marktwirtschaft, die Russland von sich aus gemacht hat? Naja, um es mal allgemein zu beantworten, ist es so, dass das kollektive Eigentum, in dem man sich also sozial sicher fühlen konnte, privatisiert wurde in verschiedenen Phasen. Erstmal unter Gorbatschow in der wilden Privatisierung, dann unter Jelzin ab 91 in der staatlich organisierten Privatisierung. Und das ist erstmal der allgemeine politische Vorgang. Und die Ergebnisse waren eine vollkommene Zerrüttung der Sozialstaatlichkeit, überhaupt der Staatlichkeit und der Gesellschaftlichkeit Russlands, beziehungsweise des dann entstehenden Russlands, ja, der ehemaligen Sowjetunion. Die Privatisierung ist ja, glaube ich, auch oft weit unter dem tatsächlichen Wert erfolgt. Ja, wenn Sie das so wissen, fragen. Also ich meine, zu Zeiten Gorbatschows, also in den Zeiten der wilden Privatisierung, war das so, dass einfach diejenigen, die also in den besseren Startpositionen waren, also die noch in den KP-Strukturen waren oder die in den Strukturen der Jugendorganisation waren oder auch in den mafiotischen Strukturen, also bestimmte Ausgangspositionen hatten, bestimmte Zugriffe auf das, die sich anbahnende Privatisierung hatten, die haben dann einfach über Beziehungen sicher so schon mal die besten Teile rausgefischt und die haben sie unter der Hand also untereinander verteilt. Das lief alles schon in den Jahren 87, 88, 89 ziemlich wild daher und da war absehbar, dass das also schon zu einer Zerlegung der Gesellschaft führen würde. Und ab 91 ging das dann per Programm los, richtig per Staatsprogramm, unter Jelzin, nachdem die Sowjetunion aufgelöst worden war. Und unter dem ersten Ministerpräsidenten Gaidar dann als Privatisierungsprogramm durchgeführt wurde, wo also gesagt wurde, innerhalb von 2 Jahren soll hier jeder also ein kleiner Kapitalist werden. Und das, was dabei herauskam, war, dass also einige sehr große Kapitalisten wurden und die anderen wurden gar nichts. Die hatten überhaupt nichts mehr, die wurden also vollkommen aus dem sozialen Netz rausgeworfen. Die anderen heißt die Mehrheit der Bevölkerung. Was können Sie denn sagen zu dem Ausmaß der Verarmung der Bevölkerung? Damals? Ja.
Ja, dazu kann ich sagen, um es mal so zu formulieren, also die Zeit 91, 90, 91, 92 ist mir in Erinnerung. Ich war damals auch lange Zeit in Russland. Ich war 92 ein halbes Jahr auf den Spuren der Privatisierung, habe das auch in meinen Büchern dann beschrieben. Ja, gut, die Zeit ist mir in Erinnerung als eine Zeit, in der also die Bevölkerung mit Care-Paketen versorgt wurde. Aus dem Westen, aus den USA und Care-Pakete, also der Art, dass da eben, naja, da wurde eben Schokolade geschickt und dann die Bevölkerung wurde also versorgt mit den mit den eingefrorenen Hühnerbeinen aus den USA und sonstigen Gaben, die man also der russischen Bevölkerung also gerne gab, damit sie überleben konnte. Und die Situation war einfach katastrophal. Es gab also in den Jahren, also als diese Umstellung war, in den Läden überhaupt nichts zu kaufen. Und zwar nicht etwa deswegen, weil es keine Waren gegeben hätte im Lande, dass es plötzlich nichts mehr zu essen gegeben hätte. In Wirklichkeit gab es natürlich immer alles. Aber es war alles vom Markt runtergeholt, weil plötzlich also eine ganz andere Verteilungsstruktur da war, nämlich die, wer am meisten Geld macht, der ist am besten dran. Und deshalb wurde also die ganze Ware zurückgehalten, bis die ganzen Fragen entschieden worden sein würden und so weiter und so weiter. Das war einfach eine Hungersituation zu der Also, Zeit 91, 92. das heißt, es scheint also auch spekulative Absichten gewesen zu sein oder dass man abgewartet hat, wie die Preise sich entwickeln. Ja, natürlich. Das war also so, war ja absehbar, dass diese Privatisierung, also sagen wir mal, in der Auseinandersetzung zwischen Gorbatschow und Jelzin in der Zeit, wo es darum ging, wie schnell wird denn jetzt die Kapitalisierung eigentlich durchgeführt, und Jelzin dann also obsiegte mit Hilfe aus den USA, während also Gorbatschow in London also keine Hilfe kriegte für seine langsamere Gangart. Ja, da war also klar, dass also in diesem Zusammenhang man wusste, was auf einen zukommt und dass diejenigen, die also in den Startpositionen sich schon also entsprechende Voraussetzungen geschaffen hatten, die Waren eben zurückhielten. Und dann also, als die Privatisierung jetzt offiziell losging, dann also auch schon da waren, bevor die Auktionen, in denen die Privatisierung eigentlich dann öffentlich stattfinden sollte, lange vor den Auktionen schon die Sachen also sich gegenseitig zugeschoben hatten, so also völlig zu Preisen, die völlig unterhalb des Wertes der tatsächlichen Anlagen, Industrieanlagen oder sonstigen Anlagen waren. So war das. Und das war im ganz großen Maßstab so, dass praktisch eben einfach dazu geführt hat, dass einige wenige sich dieses Volksvermögen also unter den Nagel reißen konnten und dabei zu Millionären und zu Milliardären wurden, also die sogenannten Oligarchen wurden und aufstiegen, während die anderen, der große Teil der Bevölkerung, also einfach aus den sozialen Netzen richtig einfach rausgeworfen wurde, beziehungsweise die Netze einfach zerstört wurden. Vielleicht muss ich da ein bisschen was dazu erzählen. Für die westlichen Zuhörer dieses Interviews, die sich das, oder Zuhörerinnen auch, die sich das nicht immer so richtig vorstellen können, weil man natürlich mit den eigenen Vorstellungen in sowas reingeht. Die Sowjetunion war seit ihrem Bestehen um die Betriebe herum, das soziale Leben, das ganze Leben um die Betriebe herum organisiert. Das bedeutet, dass also die Betriebe das Zentrum des Lebens waren, in dem man gemeinschaftliche Arbeit leistete. Und da wurde eben auch nicht alles per Geld vergütet, per Geld also entlohnt, sondern große Teile der Arbeit wurden einfach vergütet in der Form der Sozialstrukturen, die um die Betriebe herum also aufgebaut waren. Das ging vom Kindergarten bis hin zum Friedhof, von der Datscha, die man hatte, also dem Kleingarten, den man hatte, auch im Namen, also durch den Betrieb, ja, bis hin zur Kultur. Und in der Küche, in der Kantine des Betriebes wurden die Dinge gegessen, die man also im Rahmen der Betriebsdatschen angebaut hatte und so weiter und so weiter. Also eine Sozialstruktur rund um den Betrieb herum. Und in dem Moment, als diese ganze Privatisierung begann, haben die Betriebe, diese neuen Besitzer, die dann diese Betriebe gekauft oder vielmehr also sich übernommen hatten, die haben dann diese Sozialstrukturen einfach von einem Tag auf den nächsten fallen lassen. Zack.
Und die Leute standen plötzlich ohne diese Strukturen da. Also das betrifft alle Bereiche des Lebens, bis hin zur sozialen Versicherung, zur Krankenversicherung etc. pp. Das kann man sich kaum vorstellen, was das bedeutet für diese Bevölkerung dieses Landes, die plötzlich ohne jedes soziale Netz dastand. Das heißt, es gab gar nicht in dem Sinne eine Renten- oder eine Krankenversicherung, was ja vielleicht das Existenziellste ist, oder Arbeitslosenversicherung, unabhängig vom Betrieb, sondern dann ist man ins Nichts gefallen, wenn man arbeitslos wurde. Nein, das waren Betriebsrenten, Betriebsversicherungen und so weiter. Man hatte dann vom Betrieb aus auch die Betriebswohnung, also jetzt, das sind unsere Begriffe, aber man hatte eben eine Wohnung, die vom Betrieb gestellt war, die vom Betrieb unterhalten wurde. Man hatte da auch keine Miete zu bezahlen, sondern man hatte da auch kein Gas zu bezahlen, kein Wasser zu bezahlen. Das war alles im Rahmen dieser Struktur, in der Vergütungsstruktur bereits enthalten. Ja? Und nur das, was also sozusagen an Profit nach der Verteilung dieser Dinge an die Beteiligten, an die im Betrieb Arbeitenden übrig blieb, das wurde entweder in die Modernisierung des Betriebes gesteckt, oder dann, wenn dann noch was übrig blieb, wurde das also verteilt. Ja? Also dann, davon konnte man sich dann das Radio kaufen oder das, was man eben nicht von dem Betrieb aus, also in diesem Rahmen, als Problem, also als soziales Problem oder als Versorgungsproblem lösen konnte. Aber das war, wenn man es als Pyramide mal betrachtet, nur der obere Teil der Pyramide wurde sozusagen in Geld abgewickelt. Der ganze untere Teil, der ganze große Bauch ging also über die Vergütungsstrukturen. Können Sie sich vorstellen, was ich meine? Man hat also ein paar Sachleistungen bekommen und die Erwerber der Betriebe fühlten sich daran nicht mehr gebunden. Ja, also in dem Moment, wo jetzt diese neuen Besitzer daran kamen, die fühlten sich an diese Strukturen nicht mehr gebunden und haben sie von heute auf morgen einfach fallen lassen. Ganz konkret so, also in den Jahren 92, 93, 94, in den Folgejahren der anfänglichen Privatisierung, sah das dann so aus, dass diese großen Betriebsfürsten, die da so entstanden waren, in den Großbetrieben, die haben dann jahrelang keine Löhne bezahlt. Das ist kaum vorstellbar, was das bedeutet. Die Menschen haben weiter in diesen sozialen Strukturen gesteckt, weil sie gar keine Alternative hatten. Die sind sogar zur Arbeit gegangen. Ich habe solche Betriebe auch gesehen seinerzeit. Ich bin ja da viel im Land gefahren und so. Die sind jeden Tag in den Betrieb gegangen, allein schon deswegen, weil sie dort ihre Kollegen noch getroffen haben, weil sie sozusagen ein Minimum an reiner sozialer Verbindung noch hatten. Sonst wären sie total ins Nichts gefallen, auch menschlich gesehen. So, aber sie haben keinen Lohn bekommen. Monatelang, manche jahrelang keinen Lohn bekommen. Also nicht nur, dass der Lohn zurückgehalten wurde, sondern sie haben einfach nichts gezahlt. Und die Frage, die ich zum Beispiel damals mir gestellt habe und auch den Leuten dann gestellt habe, während ich ein halbes Jahr das untersucht habe, also gerade die harte Zeit 92, wovon lebt ihr denn, wenn ihr keinen Lohn mehr bekommt? Ja, wovon leben sie? Von ihrer Datscha, das heißt von ihrem Kleingarten oder von irgendwelchen Nebensituationen, oder ich habe solche Situationen erlebt in kleineren Provinzstädten, da wurden dann plötzlich die Felder draußen, die von der Sofrose jetzt auch nicht mehr versorgt werden konnten, das ist gleich noch ein zweites Problem, was ich erläutern kann, die wurden dann also in kleinen Stückchen den Menschen zum Kartoffelanbau übergeben, damit sie überleben konnten. Ja, die waren dann also 92, 93, waren die also mit Kind und Kegel auf den Feldern unterwegs, um sich also für den Winter ein paar Kartoffeln anzubauen. Also völlig, völlig neu, hatten das überhaupt nicht gelernt, waren keine Bauern, das waren einfach nur solche Verlegenheitsfältchen, die man dann vergab vor den Städten. Ja? Das ist so das eine, die städtische Bevölkerung. Und dann, was man auch noch dazu sagen kann, als zweites Element ganz wichtig, auch die Landwirtschaft war natürlich um die Betriebe herum organisiert. Die Betriebe waren die Sofrosen oder Kolchosen. Also die heißt die sowjetische, die Staatswirtschaft oder auch die Gemeinschaftswirtschaft, ne, die Kolchoswirtschaft. Und diese Sofrosen oder Kolchosen waren eben so organisiert, dass man da die gemeinschaftliche Arbeit hatte, in der man gewissermaßen angestellt war, als arbeitende Kraft, spezialisiert und so weiter. Man lebte in diesem Verband, diesem Kolchosen- oder Sofrosenverband. Das ist nicht ein Dorf, sondern das waren dann zwei, drei, vier, manchmal fünf Dörfer, die miteinander eine gemeinsame Wirtschaftsstruktur hatten, ja, gemeinsame Maschinenparke und so weiter, gemeinsame Planung und so. Und da war man drin angestellt, wie gesagt, und darin lebte man, also in den Dörfern hatte man sein eigenes Haus. Das war also sozusagen also
Benutzungseigentum, also es war Benutzungsbesitz, es war kein persönliches Eigentum, man besaß das, solange man darin lebte und so weiter. Und hinter dem Haus hatte man seinen kleinen Garten und in dem kleinen Garten konnte man sein Kleinvieh halten und so, so hatte man also einerseits ein gewisses, eine Vergütungsstruktur durch die gemeinsame Arbeit, ne, so, und andererseits also das kleine private Zusatz, die Zusatzversorgung durch den eigenen Garten, durch die eigenen Kleintiere, die man, wenn man also was über hatte, auch noch auf dem Kolchosmarkt verkaufen konnte. Also das ist eine Struktur, in der die Menschen eigentlich sehr gut gelebt haben, sozial gesehen. Ich rede nicht von Politik hier, sozial gesehen. Und all dieses zerbrach auch in dem Moment, wo diese Hosen eben auch privatisiert werden sollten. Da kriegte jeder sein, das, im Russischen heißt das sein Pai, also sein Anteil, sein Scheinchen, mit Anrecht auf einen bestimmten Teil des Dorfhauslandes. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, wie das gewesen ist. Dann wurde dann versprochen, in 2 Jahren haben wir eine private Bauernwirtschaft. Geht mal mit eurem Pai da raus und traut euch mal, private Wirtschaft zu entwickeln. Ihr müsst jetzt gar nicht mehr auf die Sophose angewiesen sein und auf die Gemeinschaftswirtschaft angewiesen sein. Ihr seid selbst, also selbst private Bauern. Und dann habe ich diese, dann wurden die ihnen versprochen, sie kriegen die Traktoren dann also auch, ne, müssen sie ja haben, einzelne Traktoren statt der bisherigen großen Gemeinschaftstraktoren. Oh, dann habe ich die jungen Männer und die jungen Frauen gesehen, die sich getraut haben. Die saßen dann da auf ihren Feldern und hatten sie keine Traktoren, weil die nicht geliefert wurden. Und die großen Traktoren, die haben so Räder in Sibirien zum Beispiel oder auch in anderen Teilen Russlands, die übermannshoch sind aufgrund der Witterung, ne, weil das eben doch alles ein bisschen gewaltig ist da auch vom Wetter her. Ja, die waren natürlich für die kleinen Fältchen und für die kleinen Einzelbauern überhaupt nicht mehr praktikabel. Und so zerfiel das auch alles. Also da kann man noch ganz Menge mehr Geschichten erzählen, aber ich glaube, das kann man sich ungefähr vorstellen. Ne? So ist das gewesen. Sowohl also die Betriebe, die Industriebetriebe zerfielen in dieser Art und Weise und die soziale Struktur, als auch auf dem Lande, die Sophosen und Kolchosen. Und die Bevölkerung, die Menschen, die Mehrheit der Menschen, sackte einfach in eine nicht versorgte Situation ab. Ich habe das Buch von Chossudowski, Professor Chossudowski, Globalization of Poverty and the New World Order, gelesen und da habe ich ihn verstanden, dass damals auch der Rubel künstlich abgewertet worden ist, so im Namen der Wettbewerbsfähigkeit, dass man aber im Namen der Inflationsbekämpfung praktisch keine entsprechend, was, also diese Abwertung hat auch zu einer Inflation geführt, aber dass man im Rahmen der Inflationsbekämpfung dann nicht eine entsprechende Erhöhung der Löhne zugelassen hat, dass auch dadurch die Menschen verarmt sind. Ja, ich habe es ja eben gerade geschildert. Auf der einen Seite wurde der Rubel abgewertet und auf der anderen Seite blieben die Menschen ohne Löhne. Also ich meine, das ist nicht eins, das sind keine Einzelfälle, die ich eben geschildert habe. Das sind also Massenerscheinungen gewesen, dass die Menschen also über Jahre keine Löhne gehabt haben. Die Löhne wurden zurückgehalten und übrigens wurden auch die Steuern zurückgehalten von diesen neuen Besitzern. Also Typ Berezovsky, Chodorkowski und wie sie alle heißen, ja, die einfach also ihren sozialen Verpflichtungen sowohl auf der staatlichen Ebene gegenüber dem Gesamtbudget und so weiter, als auch gegenüber ihren Angestellten und Arbeitern und so weiter einfach nicht nachgekommen sind. Und sie haben, man kann es mal so zusammenfassen, sie haben einfach den sowjetischen Speck, den sie sich angeeignet haben, den sie sich rübergerissen haben, den haben sie einfach gnadenlos aufgefressen. Sie haben dann eben auch das ist ein wichtiger Punkt, den ich dazu noch sagen muss, sie haben dann eben auch aus dem Profit, den sie auf diese Weise aus den Betrieben rausgezogen haben, nicht etwa eingesetzt, um die Betriebe zu modernisieren, irgendwas zu investieren. Also nicht, dass sie nicht nur keine Löhne gezahlt hätten, sie haben auch die Betriebe nicht modernisiert und sie haben das Geld, das sie da rausgezogen haben, praktisch in den Spekulationshimmel geschickt, ich sage das mal so. Ja? Einfach haben dazu also eine Art Scheinblüte, so ein Bankenspekulationswesen entwickelt in den Jahren von 92 bis 96, 97, 98. 98 war dann ein Riesenkrach, Krach nennt sich das in Russland, also ein Riesenkrieg, die innerrussische Krise, in der dieses ganze Spekulationsgebäude total zusammenbrach und die eine Bank nach der nächsten also pleite ging, weil das Geld hatte eben überhaupt gar keine Verbindung mehr zu den konkreten Produktionsbedingungen, den Produktionsverhältnissen und so weiter und so weiter.
Und die Bevölkerung, ja, die knabberte also am Hungertuch. Und die eben noch Millionäre waren, die mussten dann also in Moskau Taxi fahren, 98. Haben Sie, das war natürlich auch ein totaler Zusammenbruch dann. Haben Sie Zahlen ungefähr, wie viele Menschen gehungert haben damals? Oder Mangel? Nein, ich habe keine Zahlen. Ich kann nur sagen, die große Mehrheit, ja, Zahlen schon, die große Mehrheit der Bevölkerung hat einfach unter Verhältnissen gelebt, die also auf dem untersten Niveau waren. Das hat sich inzwischen das ja auch ein bisschen anders gestaltet, dass ja wieder neue Schichten, Klassenstrukturen entstanden sind. Das gab es ja alles nicht in der Sowjetunion, verstehen Sie? Das war ja alles irgendwie ganz anders organisiert. Und zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt hier eben reden, so 89, 90, 91, 92, also die Zeit des Privatisierungsbooms und so weiter, da war es einfach so, dass die große Mehrheit der Bevölkerung einfach unter dem Existenzminimum gelebt hat und ins Elend gekommen ist. Und das hat sich im Laufe der Jahre dann also geschichtet. Ja? Und es hat dann also eben einerseits die Oligarchen herausgebildet, diese ganze Klasse, die den Jelzin auch getragen hat die umgekehrt Jelzin auch getragen hat. Also die haben sich gegenseitig getragen und um sie herum so 3-5% Dienstleistungsgewerbe, das hat man dann neue Mittelklasse genannt, das ist aber Quatsch, das ist dann überhaupt keine Klasse gewesen. Das waren einfach nur Leute, die also die Oligarchen bedient haben, die also die neuen Tankstellen gemacht haben, die also die Frauen der Oligarchen frisiert haben und also so eine Art kleines Dienstleistungsgewerbe um diese Oligarchenklique herum. Und der Rest der Bevölkerung, der hat also wirklich auf den Daumen gesogen zu der Zeit. Und als das 98 zusammenbrach, das ist ein sehr interessanter Vorgang, das war wirklich die totale Katastrophe wieder. Da haben aber die russische Regierung, also das muss man schon im Jelzin auch lassen, trotz aller Fehler, die er sonst vielleicht gemacht hat, sage ich mal, eine gewaltige Entscheidung getroffen. Sie haben nämlich darauf verzichtet, sich vom IWF neu kreditieren zu lassen. Sondern sie haben stattdessen, statt der ständigen Kredittranchen, die sie vorher übernommen hatten vom IWF, haben sie stattdessen also ihre eigene Produktion angekurbelt. Und der Primakow, der dann also in die Regierung gerufen wurde von Jelzin seiner Zeit, der hat die Oligarchen auf Stand verpflichtet, sofort ihre Steuern zu bezahlen. Vor allem die mit Gas und Öl gehandelt haben. Und hat auf diese Weise also Milliarden in die Staatskasse geholt, die vorher gefehlt haben. Das war ein unglaublicher Schritt, der Russland natürlich sehr, sehr, sehr schnell also in eine Art von Unabhängigkeit von dem IWF gebracht hat, die vorher gar nicht vorstellbar war in den Jahren von 91 bis 98. Und dann kam Putin danach, ne? Der hat das noch weiter fortgesetzt. Das ist nochmal ein weiteres Thema, das kann man gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. 1998 gab es doch, glaube ich, auch einen Staatsbankrott, dass Russland selber einen Teil seiner Schulden gestrichen hat. Ja, das ist das, wovon ich rede. 98, der Staatsbankrott. Diese Krise. Aber der Ausgang der Krise war eben so, dass Russland sich interessanterweise eben darauf konzentriert hat, völlig, völlig anders als in den Jahren davor, darauf konzentriert hat, dass die eigenen Betriebe, dass in die eigenen Betriebe investiert werden musste. Das hat der Primakow also entsprechend veranlasst. Und dass also wieder also die allerersten Steuern wieder gezahlt werden mussten von denen, die sich also die Öl- und Gaswirtschaft unter den Nagel gerissen hatten, sodass der Staat schon mal wieder ein bisschen Budgetgeld da bekam. So ist das gelaufen. Und dann, Putin hat diesen Kurs dann fortgesetzt, als der dann 2000 also an die, als Ministerpräsident eingesetzt wurde und dann 2000 von Jelzin als Präsident sozusagen kooptiert wurde und durch Wahl dann bestätigt wurde. Putin hat dann diesen Kurs von Primakow fortgesetzt. Primakow ist noch gestürzt. Der hat die ganze Oligarchenklique gegen sich aufgebracht und sie haben ihn also gestürzt. Aber Jelzin hat dann diesen wunderbaren Coup also durchgezogen, dass er diesen völlig
unscheinbaren Mann, der damals also Mr. Nobody war, also Putin, also ins Ministeramt und dann also ins Präsidentenamt gehoben hat, wo niemand vor ihm Angst glaubte haben zu müssen, vor dem Putin, weil er doch nur ein armer kleiner KGBler war. Aber Putin hat es geschafft, gerade weil er ein armer kleiner KGBler war und weil er keine Oligarcheninteressen hatte und weil er also nicht gegen sie antritt, gegen für seine eigenen Interessen antreten musste, hat er es geschafft, so etwas wie eine Vermittlung zustande zu bringen zwischen diesen Oligarchen, die sich auch gegenseitig bekriegt haben. Das war ja auch, muss man sich auch vorstellen, auf dieser Ebene auch eine absolut katastrophale Situation, dass die Oligarchen im Krieg miteinander lagen und sich gegenseitig auch abgeschossen haben. Also ich meine, Russland war damals ein wildes Land, aber nicht etwa in Chicago, in dem also auf der Straße irgendjemand ermordet wurde, das ist überhaupt ganz unerheblich, sondern wo die Oligarchen sich gegenseitig und ihre eigenen Leute also umgelegt haben. Das war also die Zeit eben 99, also eine harte Zeit. Und diesen Oligarchenkrieg hat Putin auch beseitigt. Er hat die Leute also an einen Tisch gebracht und gesagt, Leute, pass mal auf, wenn das so weitergeht, dann gehen wir alle flöten. Dann kriegen wir eine neue Revolution und wollt ihr das und so. Also mal diese Art von Diskussionen sind dann geführt worden. Und über diese Weise hat er einen Konsens innerhalb dieser Oligarchen-Clique, sage ich mal, also zustande gekriegt, dass sie wieder Steuern bezahlt haben, dass sie wieder Löhne bezahlt haben, dass sie wieder minimale Sozialstrukturen aufgenommen haben und so weiter und so weiter. Das hat sich dann also tendenziell weiterentwickelt. Da kann man auch noch eine ganze Menge mehr sagen, aber erstmal so als generelle Situation. Wie weit ist das Sozialsystem wieder aufgebaut worden? Was jetzt so die wichtigsten Dinge, die wir heute unter Sozialversicherung verstehen, angeht? Naja, wieder aufgebaut kann man ja nicht sagen. Das wäre ein falsches Verständnis, sondern neu gestaltet, nicht? Also klar, da sind also dann Versicherungen entstanden, ist eine Arbeitsvermittlungsstruktur entstanden, die hat es ja auch vorher nicht gegeben. Das ist ja alles ganz anders gewesen. Also da gab es kein Arbeitsamt in dieser Vor-Perestroika-Situation. Da war es eben so, dass man da, wo man lebte in der Region, da war die Arbeit verteilt. Das wurde organisiert durch die Gewerkschaften, die mit den Betrieben also direkt verbunden waren. Und das lief also ganz anders alles. Da gab es keine Arbeitslosigkeit, die irgendwie verwaltet werden musste, sondern es gab eben die Verwaltung der Arbeit, wo den Betrieben bestimmte Arbeitskräfte also zustanden und die waren da und die wurden da hingeschickt oder lebten da auch einfach und blieben da auch, wenn mal die Konjunktur ein bisschen flauer war, blieben sie trotzdem da und haben sie eben zu zweit an einem Arbeitsplatz gearbeitet oder auch zu dritt sogar. Das ist ja auch das, was dann von den Chicago Boys und den ganzen IWF-Vertretern und so weiter als Grundargumentation der Sowjetunion, der sowjetischen Wirtschaft sozusagen angelastet worden ist, als angeblicher Grund, warum das alles daneben gegangen sei, eben weil sie nicht effektiv, nicht profitabel, nicht profitorientiert gearbeitet habe und weil sie viel zu viel Arbeitskräfte beschäftigt habe, die nichts mehr produziert hätten, sondern die einfach nur mitgelebt hätten und so weiter und so weiter, ne? Das ist ja genau das Problem. Und diese ganze Effektivierungswahn, der dann stattgefunden hat, der hat natürlich dazu geführt, dass dann viele Menschen auch aus diesen Arbeitsstrukturen rausgehen. Plötzlich musste jetzt musste eine Arbeitsvermittlungsstruktur aufgebaut werden, die gab es vorher nicht. Jetzt musste eine Versicherung aufgebaut werden, die gab es vorher nicht. Das war vorher Betriebsversicherung und so weiter und so weiter. Also man muss immer wieder auf den Punkt zurückführen, dass es vorher alles im Rahmen dieser betriebsorientierten Lebensform organisiert war. Ist das im Kommunismus eigentlich in den meisten Ländern so gewesen oder ist das eine Besonderheit in der Sowjetunion gewesen, dass man das so stark an die Betriebe gebunden hat? Also ich meine, das war das sowjetische Modell, das ist ganz klar, das sowjetische Modell. Und das sowjetische Modell hat sich wiederum seinerseits noch auch an den alten Strukturen Russlands auch noch orientiert. Ist ja auch noch so eine ganz wichtige Geschichte. Die alte Obschtschina-Struktur, auch Russland, auch Russisch heißt es Obschtschina, wir nennen das in Deutsch, nennen das Almen oder Dorfgemeinschaft oder sowas. Diese Struktur, die eben so aussah, dass die Menschen eine Gemeinschaftsproduktion oder eine Gemeinschaftswirtschaft
im Rahmen ihrer Dorfgemeinschaften hatten. Das ist das eine. Und im Rahmen dieser Dorfgemeinschaften, also einerseits also die Allmende, die Gemeinschaftswirtschaft, und andererseits eben die Subsistenzwirtschaft. Wobei man dazu sagen muss, dass das eben in Russland nicht wie vielleicht in Deutschland nach 1945 eine kurzfristige Notsituation war, dass die Menschen auf ihre Subsistenz, ihre Subsistenzfeldern sich auch sozusagen als zusätzlich versorgt haben, sondern in der russischen Geschichte und dann in der sowjetischen Geschichte ist die zusätzliche Familienwirtschaft ein Bestandteil der Gesamtwirtschaft, des gesamtwirtschaftlichen Produzierens. Das ist nicht etwa nur eine Notbehelf, sondern hat sich im Laufe der Jahrhunderte so entwickelt, in einer solchen Struktur, dass neben der Gemeinschaftswirtschaft, die also die gesamte Staatswirtschaft und das Budget unterhält und so weiter, diese private Zusatzwirtschaft als Bestandteil der Gesamtwirtschaft eben auch mit sozusagen eingerechnet wird und eine tatsächliche Rolle spielt. So, und das ist eine andere Struktur des Wirtschaftens. Und ähnliche Strukturen hat es natürlich in Jugoslawien gegeben und ähnliche Strukturen sind also, was weiß ich, in Israel versucht worden und Kibbutz und so, solche Versuche gibt es immer wieder, aber am weitesten entwickelt und am längsten auch so entwickelt war es eindeutig in der Sowjetunion. Und ich persönlich sehe das so, dass da also tatsächlich etwas zerstört worden ist, was nicht hätte zerstört werden dürfen, aber es ist nun mal zerstört worden. Und die Überreste davon sind heute noch im Land, aber wohin das jetzt läuft, ob das nochmal wieder aufgegriffen werden kann oder ob eine totale Kapitalisierung im Sinne einer totalen Zerstörung dieser Strukturen stattfindet, das ist zurzeit auch in Russland eine offene Frage, weil der Prozess auch in Russland heute, im heutigen, uneinheitlich verläuft. Also in den großen Städten, in Moskau oder St. Petersburg oder auch Novosibirsk oder in einigen anderen größeren Städten, da ist es schon so, dass man beinahe das Gefühl hat, man lebe in einem kapitalistischen Land. Wenn man aber aufs Land geht, also ich will nicht sagen Provinz, sondern aufs Land, in die Regionen, und Russland hat ja 6000 Kilometer Regionen, nicht? Verstehen Sie? Dann merkt man, dass das alles noch nicht so ist, sondern dass das Land zum Teil eben noch in diesen alten Strukturen auch existiert. Einige davon sind, zum Teil sind sie zerstört und man kann es leider sehen, dass da vieles eben im Brach liegt. Zum Teil sind sie aber auch noch lebendig. Das hat wiederum aber auch was damit zu tun, dass einige von diesen kollektiven Strukturen deswegen lebendig sind, weil sie auch gleichzeitig mit gewissen ethnischen Strukturen verbunden sind. Das ist alles nicht so ganz einfach. Also ich will das mal erklären, was ich meine. An der Wolga gibt es 6 große ethnisch bestimmte Republiken. Da wohnen die Tataren, da leben die Tataren, die Tschuwaschen, die Baschkiren, die Mari und die Udmurten. Das sind alles Völker, die haben ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur und sind Titularnationen, nennt man das. Das haben Republiken, die sind nach ihnen benannt, die sind zweisprachig und so weiter und haben ihre eigene Kultur, die sie entwickeln und neben der russischen und mit der russischen zusammen und so weiter. Und da ist es so, dass aus dieser eigenen Kultur heraus auch noch wieder kollektive Elemente wirken, die da zum Teil dazu geführt haben, dass dort also solche Kolchos-Elemente, das heißt Gemeinschaftsstrukturen im Sinne der Gemeinschaftswirtschaft von mehreren Dörfern und so weiter erhalten sind. Also es ist alles ein bisschen durchmischt. Noch. Immer noch. Und sagen wir mal, die russischen Analysten und Theoretiker, Analytiker, die sprechen dabei, also wie Boris Kagalitsky zum Beispiel, einer der bekanntesten neurussischen Theoretiker, also die sprechen von einem peripheren Kapitalismus. Ich glaube, das ist auch richtig. Das ist auch richtig, das so zu nennen. Es ist eben kein Kapitalismus, es ist aber auch nicht mehr das Alte, es ist eben irgendwas Neues. Und gut, ein Begriff dafür ist eben peripherer Kapitalismus. Jetzt sind Sie ja auch Buchautor. Welche Bücher können Sie uns denn empfehlen aus Ihrer Forschungsarbeit über Russland? Sie mögen Fragen stellen. Ja, ich meine, sagen wir mal, es sind verschiedene Bücher. Es ist eins, das heißt Russland, Herzschlag einer Weltmacht. Das ist ein Buch, das sozusagen, das habe ich gemacht, auf die Aufforderung hin, mal zu erklären, was Russland eigentlich ist und wie das funktioniert hat, dieser ganze Vorgang,
Das ist etwas, ein Buch, das ich empfehlen kann, auf jeden Fall. Dann gibt es ein Buch im Labyrinth der nachsowjetischen Entwicklung. Da werden die kollektiven Strukturen aufgezeigt. Ich habe das jetzt alles nicht so genau im Kopf. Es sind ja ganz viele Bücher, die ich geschrieben habe. Sie gehen der Reihe nach eben einfach, sagen wir mal, der Frage nach, welche Art von Strukturen hat es gegeben, welche Strukturen sind noch erhalten. Dann, gut, okay, dann kann ich sagen, ich habe also eins gemacht, in der Krise 2008, unter der Fragestellung, wie überlebt Russland eigentlich diese Krise 2008, 2009, unter dem Titel Kartoffeln haben wir immer. Das war so eine Situation, als ich zu dieser sechswöchigen Recherche da angesetzt habe. Einen Spruch, mit dem ich der Taxifahrer am Flughafen erwartet hatte. Und ich, als ich ihn fragte, nun, und jetzt ist die Krise und wie geht's? Und da er dann ganz trocken sagte, ja, was soll's, Kartoffeln haben wir immer. Das verweist eben darauf, dass diese Subsistenzstrukturen immer wieder präsent sind, sobald es mal ein bisschen prekär wird. Das ist eben eine lange, lange, lange russische Geschichte. Ja, ich weiß nicht jetzt. Da muss man einfach mal auf meine Website schauen und sich die Bücher anschauen. Die sind zum Teil, ich habe sie ja auch ganz kurz skizziert. Ich kann das jetzt nicht so runterrasseln. Hm. Ja, ich lasse mal so stehen. Welche Perspektiven sehen Sie denn für einen Wiederaufbau sozialistischer Strukturen, eher von der Basis her oder eher für den Gesamtstaat? Ja, wenn überhaupt, dann natürlich von der Basis her, aber selbstverständlich nur, wenn begriffen wird, wenn verstanden wird, was gewesen ist, was der reale Sozialismus war, was Marx gemeint hat. Also da muss man ein bisschen tiefer reingehen. Woran diese Utopie gescheitert ist oder ob sie überhaupt gescheitert ist und was daran gescheitert ist. Das heißt, da muss also diese Geschichte, auch diese soziale Struktur aufgearbeitet werden. Sonst kann natürlich auch der Wunsch nach neuen sozialen Strukturen, wenn er von unten kommt, auch keine Perspektive haben. Da müssen also, muss also von oben und von unten sozusagen zusammenkommen. Von oben meine ich theoretisch jetzt, ne? In der Theorie her. Und also ansonsten von oben, von Staats wegen, wird da nichts passieren. Im Gegenteil. Also man muss ganz klar sagen, dass aus meiner Sicht jedenfalls, aus meiner auch historischen Einschätzung der Situation ist ganz klar, die Staatsorientiertheit, die Staatsgebundenheit, die Staatsabhängigkeit der sozialen Strukturen ist ja das Kernproblem in der Sowjetunion gewesen, wo man sagen muss, das hat dazu geführt, dass die Menschen, also dass der Staat den Menschen die eigene Initiative abgenommen hat. Und wenn man tiefer in die Perestroika reinschaut, ist das vielleicht das Grundproblem, dass da also einerseits durch die staatliche hochentwickelte Bildungspolitik und politische Politik und so weiter, also politische, Kultur, starkes Bildungsniveau entstanden ist, auch im Sinne von höherer Bildung und auch Vorstellungen, wie man das eigene Leben entwickeln möchte und individuellen Fähigkeiten und so weiter. Aber andererseits der Staat diese Fähigkeit also gebunden hat, nicht freigelassen hat. Und deshalb waren natürlich Gorbatschows erste Worte, als er in die Perestroika einstieg, eben die Freilassung der Initiative. Jeder soll in der Lage sein, seine Dinge wirklich zu entwickeln und so weiter. Das war das Ziel der ersten Perestroika-Tage und dass daraus dann also eine Freisetzung einer Kapitalisierung wurde und eine Verwandlung der Sozialstrukturen in freie kapitalistische Flüge, mit der Art, wie ich das eben geschildert habe, das ist natürlich noch ein anderes Ding. Das hatte sich Gorbatschow vielleicht auch nicht so vorgestellt. Das würde ich mal so annehmen. Ich glaube nicht, dass er mit böser Absicht also den Sozialismus, den realen, durch den Kapitalismus ersetzen wollte. Sicherlich kann man das so nicht anschauen.
war ja später in einer sozialdemokratischen Partei. Und es scheint ja eher sein Ziel gewesen zu sein, eine Sozialdemokratie zu schaffen. Nee, würde ich so nicht sagen. Das ist in meinem Verständnis, ist das also einfach eine westliche, sagen wir mal, Sprachweise. Ich glaube, er hat überhaupt kein Ziel gehabt, dieser Art, sondern er hat einfach gesehen, dass das so, wie es läuft, nicht richtig läuft. Da wo er also in Stavropol tätig war, also als Bauernfunktionär, gemerkt hat, dass also Initiative freigesetzt werden muss. Andererseits wollte er eben auch die Sowjetunion, natürlich die Sowjetunion keineswegs auflösen. Das war gar nicht sein Ziel. Und er hat auch bestimmt kein Ziel gehabt, jetzt eine Sozialdemokratie also in die Welt zu setzen, sondern hat einfach das Ziel gehabt, eben mehr Effektivität, mehr Disziplin in der Arbeit. Also ich kann mich erinnern, ich will es mal so sagen, als ich in seiner Zeit also unter Gorbatschow seine Modernisierungsparolen ausgab, dieser Art, als ich da in Russland unterwegs war, also das war noch Leningrad und es war eben noch alles noch Sowjetunion und so, dann waren hießen die Parolen mehr Effektivität, Glasnost, aber Glasnost nicht etwa nur um mehr Demokratie oder sowas, sondern Glasnost um mehr Effektivität. Und da passt auch rein, zum Beispiel die Kampagne von Gorbatschow gegen den Alkohol, das Verbot des Alkohols und so weiter. Also das sind alles Dinge, die man sagen muss, da rankt die Partei damals um größere Effektivität und die Menschen irgendwie mehr zu animieren, zu größerer Leistung, zu Modernisierung, einen Modernisierungsschub zu versuchen und so weiter und so weiter. Das war der eigentliche Impuls. Ne? Was daraus geworden ist, das habe ich ja geschildert, das haben wir ja auch erlebt. Und wir wissen, dass heute Russland nach wie vor also an der Modernisierung natürlich unheimlich knackt. Die alten Anlagen also zu modernisieren, zu erneuern und so weiter. Dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen und vieles rottet noch vor sich hin. Sozusagen entsteht da sowas wie eine neue, moderne Technik neben der alten, die zum Teil also vor sich hin rostet einfach. Ne? Es ist ja auch, glaube ich, viel ausverkauft worden, dass viel von der Industrie gar nicht mehr zur Verfügung steht, also in ausländischer Hand ist. Ausverkauft, wie meinen Sie das? Dass vieles, was privatisiert worden ist, ja gar nicht mehr in russischer Hand ist. Ja. Richtig. Und auch in verschiedenen Wellen natürlich. Also man, der bekannteste Fall ist natürlich Khodorkovsky, ja. Der also als Ölkönig es geschafft hatte, praktisch die wesentlichen Öl Quellen in seiner Hand zu haben und so weiter. Und kurz davor stand in seinem gesamten Bestand, wo er praktisch Monopolist war auf dem Ölmarkt, also dem russischen Ölmarkt, jetzt an die Texaco zu verkaufen in seiner Zeit. Und an dem Punkt ist er dann von Putin gestoppt worden. Also ich sage das immer ganz klar, damit es da keine Missverständnisse gibt. Der Prozess gegen Khodorkovsky, der dann stattgefunden hat, oder die Prozesse sind eindeutig politische Prozesse, die geführt wurden mit sachlichen Argumenten, die man allen anderen Oligarchen auch vorhalten hätte können und einigen auch vorgehalten hat, nämlich, dass sie keine Steuern gezahlt haben, Steuern hinterzogen haben, dass sie Löhne nicht gezahlt haben, dass sie also Methoden benutzt haben, die Dinge also sozusagen anzueignen unterhalb des Niveaus der wirklichen Kosten. Das hätte man nicht nur Khodorkovsky vorwerfen können. Das hätte man allen anderen genauso vorwerfen können. Nur, dass man ihn rausgegriffen hat, war natürlich klar. Er war der Größte und er war derjenige, bei dem am deutlichsten war, wenn dieser Verkauf der Ölquellen an Texaco stattfindet, dann ist das so, als ob man Russland an Amerika verkauft. An die USA. Weil die russische Wirtschaft ist auch anders strukturiert als die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft etwa oder irgendeine andere europäische Wirtschaft, nämlich die russische Wirtschaft ist unmittelbar im Zusammenhang mit der Ölproduktion, mit der Ressourcenproduktion, Ressourcengewinnung und so weiter verbunden. Und wenn viel Öl produziert wird und wenn der Ölhandel und der Gashandel und so weiter gut läuft, dann kann auch die Wirtschaft laufen, weil viele Zusatzbetriebe eben in der Weiterverarbeitung und in der Weiterleitung und so weiter, des Öl- und Gasgeschäftes tätig sind. Und wenn das läuft, dann läuft auch die andere Wirtschaft. Das heißt, das Öl und das Gas ist der Motor der Wirtschaft in Russland.
kann man drehen und wenden, wie man will. Das bleibt auch so. Das wird auch in Zukunft nicht anders sein, weil das einfach so ist, dass das Land eben einen unglaublichen Reichtum an Öl und Gas und sonstigen auch Ressourcen hat. Und diese Ressourcen sind eben der Grundbestand. Und das ist gleichzeitig auch natürlich Russlands Kraft. Da liegt eine gewisse Autarkie, eine gewisse Unabhängigkeit, solange die Welt Öl und Gas braucht. Und die russische Industrieproduktion, auch zu Zeiten der Sowjetunion, ist damit nicht vergleichbar. Womit? Also der Beitrag zur russischen Wirtschaft durch die Industrie, auch vor der Privatwirtschaft. Sie meinen die heutige Industriesituation? Sei nicht vergleichbar der sowjetischen, oder wie soll ich die Frage verstehen? Was ich meine ist, was die Industrie in Russland beiträgt zur Wirtschaft, das ist nicht vergleichbar mit Öl- und Gasgeschäft. Nein. Es ist eine eindeutige Priorität. Eine ganz eindeutige Priorität. Das Öl- und Gasgeschäft steht ganz vorne an. Gazprom ist auch von der Struktur her wir würden sagen Staat im Staat, aber selbst das reicht eigentlich nicht zu sagen. Es ist eigentlich eine den Staat durchsetzende Struktur. Und trotzdem, sie ist ja heute privatwirtschaftlich organisiert und so weiter. Und das hat aber alles gar nichts zu bedeuten eigentlich. Es ist eine den Staat durchsetzende Struktur. Und wenn Gazprom richtig arbeitet, das heißt, wenn Öl fließt und wenn die Welt Öl braucht und wenn die Ölpreise stimmen und so weiter und so, und wenn sie also hochgehen, dann folgen dem ganze Teile von sonstiger Wirtschaft, die also Verarbeitungsarbeiten leisten. Gazprom ist übrigens auch nicht nur eine Öl- und eine Gasorganisation, sondern es gibt ganz viele Betriebe, die also eben Zulieferbetriebe sind, die Metallbetriebe sind und so weiter und so weiter und so weiter, die eben dann davon leben, dass der Ölindustrie eben auch zugearbeitet werden muss, etc. pp. Und dann, alles andere kommt erst danach. Manche möchten das gern anders haben. Also Medvedev hat sich zum Beispiel sehr bemüht, hat also quasi jeden Monat einmal so einen Modernisierungsappell also losgelassen. Das war schon beinahe langweilig inzwischen. Aber er hat an diesen Grundstrukturen gar nichts ändern können. Und auch Putin hat daran im Prinzip nichts ändern können bisher. Trotz aller Bemühungen und auch der Chubais, also der Oberprivatisierer, der für die Nanotechnologie also eingesetzt worden ist, für die Modernisierung auf diesem neuen technischen Sektor, hat auch nichts daran ändern können. Und selbst jetzt, wenn jetzt dann ganz viele ausländische Investoren also nach Russland reingehen, also VW-Werk und Peugeot und wie sie alle heißen, ändern nichts an der Grundstruktur, die im Lande in dieser Weise besteht. Das ist meine Sicht. Sie haben uns gesagt im Vorgespräch, man kann Sie auch auf für Vorträge buchen. Ja, das kann man. Also ich meine, ich mache sehr gerne Vorträge. Ich schreibe ja Bücher und ich schreibe für Zeitungen und ich mache Vorträge. Und ich bin selbst also aktiv also in meiner Diskussion um die Frage, wie kann man anders leben? Wobei ich meine Erfahrungen, die ich aus Russland mitbringe, also versuche also auch in unserer eigenen Debatte in Deutschland und Europa umzusetzen, also wie man auch den europäischen Problemen zu Leibe rücken kann. Ja klar, ich bin da rundherum sozusagen allseitig politisch tätig und bin gerne da, also mit Vorträgen zu allen möglichen Aspekten der heutigen Transformationsproblematik, nur auch im globalen Sinne, ansprechbar. Und wer Kontakt aufnehmen möchte, auf Ihrer Webseite ist ja kaipelos.de. Ja. Und nein, ich denke. Ich denke, wir gerade auch in der heutigen Wirtschaftskrise können wir ja vielleicht auch einiges von Russland lernen, wie Russland, die Menschen in Russland die Krisen aufgefangen haben. Also, wenn Sie dieses Thema ansprechen, ich wollte es nicht so lange ausführen, aber es ist eigentlich ganz klar,
Wir können von der russischen Geschichte und von dieser Tatsache ganz viel lernen, weil die Russen haben im Laufe ihrer Geschichte, ihrer wirklich langen Geschichte, genau dieses Element unheimlich stark ausgearbeitet, nämlich immer in Krisen sich zurückziehen zu können auf ihre familiäre Zusatzwirtschaft und so weiter. Und so haben sie die schlimmsten Krisen also überstanden, was nicht heißt, dass das eine glückliche Situation ist, damit ich nicht missverstanden werde, wenn man sich dann zurückziehen muss auf seinen Kohl und seine Kartoffeln und so weiter. Aber diese Grundstrukturen, also der privaten Datscha, können Sie sehen, wenn Sie heute auch sehen, wenn Sie übers Land fliegen, also wenn Sie reinfliegen nach Russland bis nach Moskau, dann sehen Sie um Moskau herum eine riesen Datschenfläche, also ne, lauter kleine Datschensiedlungen. Und als ich damals so 91, 92 dann auch ein paar Flüge gemacht habe, da konnte ich sehen, wie also explosionsartig, wie Pilze um die Städte herum die Datschen sich vermehrt haben, gerade in der Situation, wo die Krise eben so stark war. Und das geht auf diese traditionellen Strukturen zurück. Und immer dann, wenn es ein bisschen schwierig wird, dann kehren die Leute auch sehr schnell wieder auf ihre Datscha zurück, auch wenn sie zwischendurch mal geglaubt haben, ach, was soll's, ich lasse da mal ein bisschen Kraut wachsen. In Wirklichkeit ist es so, das habe ich 2008, 2009 gesehen, kaum kommt ein bisschen Krise, sind sie wieder in ihrer Datscha und dann sind die Kartoffeln wieder da und dann ist der Kohl wieder da und dann kommt die Oma wieder und die Nachbarn und dann lebt sofort wieder dieses Netz der gegenseitigen Hilfe auf einem Niveau, auf einem Basisniveau. Ja? Sie verstehen, ne? Das ja. Ist so, das ist russische Geschichte und das ist eine strukturelle Frage. Da kann man sehr viel sogar von Russland lernen, nämlich wie ein Land autark sein kann, nicht nur von seinen Rohstoffen her, sondern auch von der Arbeitsorganisation her, die also diesen Charakter trägt. Denn die Menschen sind dazu in der Lage. Muss man allerdings dazu sagen, ehrlicherweise oder klarerweise, dass die jungen Leute zunehmend diese Fähigkeiten im Moment verlieren. Oder zu verlieren scheinen, sage ich mal. Aber vielleicht war das auch immer so ein Problem, dass die jungen Leute eher in der Welt unterwegs sind und sagen, da soll man die Oma in den Garten gehen, in der Opa in den Garten gehen oder auch der Papa und die Mama. Und sie zwitschern in der Zwischenzeit in der Welt herum. Ja? Verstehen Sie? Ja. Und wenn sie dann älter werden, dann gehören sie dann doch wieder eher zu denen, die dann also eben genau diese Aufgaben übernehmen. Ich würde aber gerne noch was von mir aus beitragen, jetzt nochmal dazugeben, wenn ich das darf. Ja, sehr gerne. Ich war jetzt gerade eben in der Ukraine, also nicht in der Ukraine, sondern auf der Krim. Ja. Und wir haben dort eine Konferenz durchgeführt. Wir heißt... Das war eine Konferenz organisiert vom Institut für die Untersuchung der Globalisierung und der sozialen Bewegung in Moskau. Direktor ist Boris Kagalitsky, der bekannteste Neulinke, der auch mit den Sozialbewegungen, den internationalen Sozialbewegungen, also dort tätig ist und versammelt haben sich dort ungefähr 100 Menschen in Jalta. Um die Fragen zu diskutieren, die gegenwärtig sich um die Ukraine herum, um die ukrainische Krise herum also erheben. Da waren dann ungefähr 12, 13 Ausländer, also Russen, Deutsche, also Europäer, Engländer, Kanadier, Amerikaner. Und der Rest waren Menschen aus der ukrainischen Landschaft, sage ich mal, weil ich mag nicht mehr Staat sagen, das trifft es ja kaum noch. Also aus dem Gebiet der Ukraine. Ja? Mhm. Und wir haben dort anderthalb Tage lang eine Situation beraten, in der sich Donetsk und Lugansk und der Osten und der Süden gegenwärtig unter der Offensive, die von Kiew ausgeht, befindet. Es waren auch Leute, also ein, zwei Leute aus Kiew da, die also dieser Offensive von Poroschenko kritisch gegenüberstehen. Gut, und wir haben die ganzen Fragen dann von allen Seiten beleuchtet und haben unter anderem auch die Frage beleuchtet, welche Rolle Russland dabei spielt natürlich und warum Putin zum Beispiel der Ukraine nicht offiziell zur Hilfe kommt, weil ja die Frage sich stellt, unter diesen Umständen, wenn die Menschen aus Donetsk und Lugansk und so weiter ihn um Hilfe bitten und
und sagen, kommt endlich und helft uns und so. Und wir werden hier also liquidiert. Warum marschiert er nicht ein? Er marschiert ja nicht ein, er lässt ja nicht einmarschieren. Warum tut er das nicht? Warum tun sie das nicht? Und das tun sie nicht, weil sie natürlich erstens also die internationalen Verwicklungen nicht wollen und einen internationalen Krieg natürlich auch nicht riskieren wollen, das ist auch mal klar. Aber sie tun es auch ganz sicherlich deshalb nicht, weil sie sich dieses ukrainische Problem auch nicht ins russische, ins eigene Land holen wollen. Also es gibt da ganz viele Aspekte. Aber entscheidend, da muss man nochmal eine eigene Sendung vielleicht dazu machen. Entscheidend ist, wir haben dort eine Erklärung verabschiedet, einen Solidaritätsaufruf gegen die Verletzung, gegen die Verletzung der Menschenrechte in der Ukraine durch die Regierung Poroschenko, die gegenwärtig also ihre eigene Bevölkerung bombardiert und in die Flucht jagt, einerseits auf die Krim, andererseits also ins eigene, also ins Inland und aber auch viele nach Russland. Das sind jetzt bestimmt schon insgesamt also 200.000 Menschen oder sowas, die da also flüchten. Das ist die reinste humanitäre Katastrophe. Und da muss man sagen, also ein Land wie die Türkei wird von der Europäischen Union nicht, seit Jahren nicht aufgenommen wegen Menschenrechtsverletzungen oder Menschenrechtsmängel und so weiter. Aber eine ukrainische Regierung, die ihre eigene Bevölkerung zu Tode bombt, die wird also gefeiert und gelobt. Das ist irgendwie unglaublich, was da passiert. Und da muss man einfach unternehmen. Ich kann mir vor allem vorstellen, wenn bei Bombardierung nicht hinreichend darauf geachtet wird, ob das Aufständische oder Zivilisten sind, Verletzung Genfer Konvention, dass es viel mehr Opfer gibt. Ja, da wird ja überhaupt nicht drauf. Also ich meine, die Eroberung, die sogenannte Eroberung von Slavyansk, das war ein richtiger, das war ein Massenterror. Das heißt, da ist strategisch auch so gehandelt worden, dass man die ganze Stadt bombardiert hat. Also man hat die Stadt bombardiert. Ja? Und es sind einfach, die Menschen sind auf der Straße beim Einkaufen von irgendwelchen Bomben getroffen worden. Also ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie das da abläuft. Das ist schon wirklich unglaublich. Und noch was ist wichtig. Also ich meine, diese Kräfte, die jetzt also aus dem Westen der Ukraine nach Osten hin agieren, um den Osten zu reinigen, um es mal so zu formulieren, von den Separatisten und den sogenannten Pro-Russisten und sonstigen Demokratiefeinden und so weiter. Das sind also, wie soll ich sagen, das sind zum ganz, ganz, ganz unterschiedliche Kräfte. Das ist zum einen ist die professionelle Armee, die gehorchen dem Poroschenko vielleicht noch. Aber dann sind es die Wehrpflichtigen, die wollen eigentlich überhaupt gar nicht. Und dann gibt es die Nationalgarde, die schon ihr eigenes Ding macht. Und dann gibt es die Kräfte, die unter dem Jarosch, die sogenannten rechten Milizen. Und dann gibt es noch die ganz, ganz außerhalb jeglicher Legitimität agierenden Banden, die von den Oligarchen örtlich zusammengestellt werden. Und alle diese Kräfte fallen also über diese Bevölkerungsteile da im Süden und im Osten der Ukraine gegenwärtig her. Wobei man sagen muss, selbst wenn der Poroschenko Frieden machen wollte gegenwärtig, dann könnte er es wahrscheinlich gar nicht, weil die gar nicht auf ihn hören. Die Situation ist also wirklich katastrophal. Und das Schlimme ist aber, dass Poroschenko gar keinen Frieden machen will, sondern offensichtlich also auf Verschärfung der Situation setzt. Und jetzt also auch vorgestern noch ein Gesetz erlassen hat, die Separatisten, die sogenannten, also mit 7-jähriger, 8-jähriger Haftstrafe rechnen müssen und Filtrationslager eingerichtet werden sollen für die Separatisten unterstützt haben. Was ist das? Das ist doch, hat doch mit Demokratie nun wirklich nichts zu tun. Da wird mit Demokratie, mit demokratischer Argumentation benutzt, um Menschenrechte wirklich einzuschränken und zu zerstören und die Menschen zu liquidieren. Das muss man einfach mal in der BRD und in Europa, also in Deutschland und in der Europäischen Union deutlich machen, wer hier eigentlich unterstützt wird, welche Kräfte hier von der Europäischen Union und von der deutschen Bundesregierung unterstützt werden. Das sind eindeutig Kräfte, die zusammen mit Faschisten und extremen Nationalisten
also versuchen, also eine Friedhofsruhe in ihrem Lande herzustellen. Also darüber würde ich mit Ihnen gerne nochmal ein eigenes, Gespräch führen. Da muss ich mich Gerne, wiederziehen. gerne, gerne. Also ich bin, ja, ich habe, mein persönlicher Eindruck war gewesen, dass es einmal diese offen rechtsradikalen Kräfte sind, Swoboda und weiter rechts, und dass es die Partei oder das Bündnis um die Partei Vaterland von Frau Timoschenko gibt, die auf dem Papier eigentlich liberal sein will oder im liberalen Bündnis ist. Hallo? Ups, was jetzt? Ja, die Verbindung scheint kurz abgebrochen zu sein. Hallo? Es gibt ein Problem mit diesem Anruf. Nein, es geht weiter. Ja, okay. Okay, ja, ich hatte den, und ich hatte immer den Eindruck, dass zumindest unter Poroschenko die Partei UDA, die ja auch irgendwo von Deutschland mehr unterstützt wird, dass die gemäßigter geworden wäre, zumindest im Zusammenhang mit Poroschenko. Und das scheint sich ja doch dann als Trugschluss herauszustellen. Naja, sehen wir es mal einfach so. Ich habe in meiner Publizistik jetzt geschrieben, und das kann man für die, die es wissen wollen, auf meiner Website einfach mal nachlesen. Ich habe da eine Reihe von Artikeln jetzt über die Ukraine auch geschrieben. Ich habe einfach zu Poroschenko ein ganz schlichtes Stichwort genannt. Er ist Hecht unter Hechten. Das heißt also, der Protest, wie immer er im Einzelnen gelaufen ist, im Westen und im Osten, hat sich gegen die oligarchische Struktur und die Realität, die dadurch entstanden ist, im Lande gerichtet. Und das, was die Menschen bekommen haben, jetzt ist ein Oberoligarch. Ja? Das heißt, die Oligarchen sind aus der zweiten Reihe, in der sie bisher gestanden haben, wo sie vor sich her so eine demokratische Fassade geschoben haben, sind sie jetzt durch den Protest in die erste Reihe gegangen. Jetzt sind sie selber die Regierenden. Völlig, völlig offen und ohne jede Scheu, ja? Ohne jede Maskerade. Das heißt, und da kommt jetzt der Poroschenko als der Oberoligarch, und er ist ja nicht nur Schokoladenkönig, er ist ja auch Rüstungsmanager, ne? Da kommt er her und sagt jetzt, er will also Ordnung herstellen unter den Oligarchen. Da kann ich nur sagen, das ist eine Fortsetzung des Oligarchenkrieges, den es vorher gegeben hat und dem schon Janukowitsch zum Opfer gefallen ist sozusagen, weil da haben eben andere Oligarchenklicken eben auch dafür gesorgt, dass er beseitigt wird, und die haben auch den Maidan unterstützt und so. Also, ich will das nochmal zurückführen auf das Thema, das wir jetzt vorhin gehabt haben bezüglich Russland. Russland hatte 91, 92 eine Situation, die war so ähnlich wie das, was jetzt in der Ukraine ist. Das heißt, dann in den Jahren 93, 94, 95 die absolute, unkontrollierte Oligarchenherrschaft im Sinne einer Privatherrschaft von Geldhabern. Ja? So. Die also auf nichts irgendwie Rücksicht genommen haben, weder politisch noch sozial und so weiter. Die einfach nur selbstherrlich entschieden haben. Und genau das besteht heute in der Ukraine. Und das, was jetzt beim Maidan und bei den ganzen Protesten dabei rausgekommen ist, ist, dass genau dieser Zustand nochmal jetzt verfestigt worden ist auf eine neue Art und Weise und unterstützt wird jetzt durch europäisches Kapital, durch die Europäische Union und dann selbstverständlich durch die USA, die noch ganz andere weitergehende Interessen verfolgen und so. Und da muss man da tiefer reingehen, um das zu verstehen, was das alles bedeutet. Auf jeden Fall, die ukrainische Bevölkerung hat davon überhaupt nichts. Die wird Wir würden in diesem Zusammenhang zermahlen. gerne auf die Ukraine gerne zurückkommen und ein weiteres Interview mit Ihnen machen. Vielleicht für die Sendung in 2 Wochen oder die erste Sendung im August. Okay. Wo finden wir denn den Aufruf? Der Aufruf ist, ich kann ihn leider noch nicht verteilen. Der Aufruf ist noch im Moment noch in der letzten sozusagen Fassung, wird er noch gemacht, und er ist morgen Abend fertig. Ich werde ihn dann morgen Abend auf meine Website stellen, und ich werde ihn also in die Presse stellen und so weiter. Ich kann ihn leider noch nicht zur Verfügung stellen, weil ich muss abwarten, bis wirklich die letzte Zustimmung erfolgt ist. Das ist so, ne? Okay, dann würde ich vorschlagen, melden wir uns nach dieser Sendung wieder bei Ihnen, machen einen neuen Termin aus, dass wir Sie zur Ukraine interviewen. Gern. Und ich habe noch eine Bitte. Das, was wir jetzt gesprochen haben, das gibt es ja irgendwie, ist ja irgendwie aufgenommen, ne? Ja, genau. Das hätte ich gern. Ja, selbstverständlich. Also irgendwie, dass ich damit auch, na gut, okay, muss ich nicht weiter begründen. Alles klar. Ja, schön. Dann verabschieden wir uns jetzt.
Oder es sind noch Fragen da? Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Und jetzt kommt etwas Musik und danach kommen dann unsere Gäste zum Thema Frieden. Herzlichen Dank. Ja. Gut, also vielen Dank auch Ihrerseits für Ihr Interesse und wir hören dann wieder voneinander. Gerne. Und grüßen Sie schön Ihre Mitarbeiter. Mache ich. Okay, danke. Tschüss. Sie hören den dritten Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am 10. Juli 2014. Ich habe jetzt am Telefon Herrn Dr. Ansgar Klein von der Friedensinitiative Würselen. Guten Abend, Herr Dr. Klein. Guten Abend, Herr Reusing. Herr Dr. Klein, Sie haben eine vielbeachtete Rede gehalten bei der Montagsmahnwache in Berlin. Sie sind seit vielen Jahren aktiv in der etablierten Friedensbewegung. Ja. Und es sieht ja vielversprechend aus, dass die etablierte Friedensbewegung und die Montagsmahnwachen jetzt mehr zusammenkommen. Ja, das freut mich auch sehr. Und da haben wir, meine Frau und ich, als Sprecher der Würseler Initiative für den Frieden, in der Eigenschaft sind wir auch Mitglied des Rates der Kooperation für den Frieden, haben wir auch sehr viel daran gearbeitet, dass die Kooperation sich auf die Montagsmahnwachenbewegung zubewegt hat. Und es ist ja dann Ende Juni doch zu diesem Beschluss gekommen, dass die alte Friedensbewegung, will ich sie mal nennen, auf die neue Friedensbewegung zugehen soll. Und im Rahmen dieses Beschlusses habe ich mich dann auch bereit erklärt, in Berlin eine Rede zu halten. Ja. Das große gemeinsame Ziel ist ja der Frieden. Ich denke vor allem in der Ukraine. Zur Zeit am Anfang. Das war ja auch der Anlass eigentlich für viele in den einzelnen Städten diese Mahnwachen zu halten. Und das ist auch ein sehr verständliches Anliegen, denn besonders am Beispiel der Ukraine ist ja sehr deutlich geworden, wer da eigentlich am Pulverfass gezündelt hat. Nämlich die USA haben ja laut Aussage der Unterstaatssekretärin Nyland schon seit Jahren Milliarden in die Ukraine gesteckt, um, wie man so schön sagt, sie der Demokratie und dem Westen näher zu bringen. Was daraus geworden ist, haben Sie ja eben auch in der Sendung mit Kai Ehlers gehört. Was macht die Friedensbewegung, um die Situation zu entschärfen? Was kann man tun? Ja, was kann man tun? Das ist eine große Frage. Es gibt natürlich Erklärungen von der Kooperation für den Frieden. Nur solche Erklärungen und Pressemitteilungen helfen erfahrungsgemäß nicht viel. Deswegen ist es meines Erachtens wichtig, wie es die neue Friedensbewegung auch tut, auf die Straße zu gehen, um öffentlich wirksam zu werden und öffentlich Informationen auch zu verbreiten. Und das war auch eigentlich im Grunde immer unser Anliegen. Ja, unsere Friedensinitiative ist schon seit 1981 aktiv. Und vielleicht erzähle ich Ihnen auch was zu unserer kleinen Friedensinitiative. Sehr gerne. Denn da wird vielleicht deutlich, was man machen kann und wie begrenzt aber auch der Aktionsradius und auch die Wahrnehmung dieser Aktionen ist. Aber vielleicht kurz zur Geschichte. Sie wissen ja selber, Dezember 1979 hat es den NATO-Doppelbeschluss gegeben und im Anschluss daran sind eigentlich sehr viele Friedensbewegungen gegründet worden, so auch in Würselen. Damals war ich noch Mitglied der SPD und gehörte zu den Gründungsmitgliedern, zu denen meistens übrigens Jusos gehörten. Und zu diesen Jusos gehörte auch der jetzige Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz. Und mit dieser sehr aktiven Friedensbewegung haben wir verschiedene Demos veranstaltet gegen die atomare Bewaffnung, gegen den Irakkrieg. Es wurden Friedenswochen mit Veranstaltungen, Informationen.
ein Denkmal der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, kurz VVN. Und die Friedensbewegung in Hürden hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr am 8. Mai, dem Tag der Befreiung von der Nazi-Herrschaft, Gedenkstunden an diesem Hürdener Mahlmal durchzuführen. Und das ist, hat bisher jedes Jahr, jetzt über 30 Jahre stattgefunden. Inzwischen haben wir auch ganz junge Leute heranziehen können, nämlich das Gymnasium der Stadt Hürden hat jetzt die Federführung bei der Gestaltung dieser Gedenkstunde übernommen. Und erfreulicherweise sind ganz viele Schülerinnen und Schüler daran beteiligt, mit großem Engagement und natürlich auch nicht nur gedenken, sondern auch mit aktuellen Beiträgen. Und seit 2008, will ich mal einen kleinen Sprung machen, haben meine Frau und ich die Sprecherfunktion dieser Initiative übernommen. Und wir haben, ein bisschen moderner sind wir geworden, nämlich mit einer Mailingliste. Die haben wir aufgebaut mit mehr als 200 Adressen, womit wir mehr als 300 Menschen, würde ich sagen, erreichen. Und 2008 war eigentlich so der Zeitpunkt, als es in Afghanistan immer weiter bergab ging. Und da haben wir dieses Thema auch aufgegriffen und unser Augenmerk lag eigentlich auf dem Motto Bundeswehr raus aus Afghanistan. Und die damit zusammenhängenden Themen, die Militarisierung der deutschen Innen- und Außenpolitik, die haben wir dann doch sehr aufs Korn genommen und haben Informationsveranstaltungen durchgeführt, Unterschriftenaktionen. Zum Beispiel in den letzten beiden Jahren waren ja die Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel sehr aktiv. Und wir in Würselen haben weit über 600 Unterschriften gesammelt. Und Sie wissen vielleicht und Ihre Hörerinnen und Hörer, dass es um den Waffenexport ging. Und zwar um die Ergänzung des Grundgesetzartikels 26 Absatz 2. Und da sollte eben hineingeschrieben werden, das Verbot des Waffenexports. Nun, mit dieser Koalition hätte das klappen können, aber wie man in Berlin sieht, passiert da in dieser Richtung sehr wenig. Und gerade auch zu diesem Thema Militarisierung haben wir zu den letzten beiden Bundestagswahlen Podiumsdiskussionen durchgeführt und haben die hiesigen Bundestagskandidaten zu diesen Themen befragt. Und das ist natürlich sehr aufschlussreich und diese Veranstaltungen wurden auch sehr gut besucht. Und das sind so die Momente, wo wir Informationen und Vorstellungen der Politiker und unsere Vorstellungen auch wirklich an den Mann bringen können. Oder nehmen wir ein aktuelles Beispiel, den Gaza-Krieg. Da haben wir in dem Gaza-Krieg 2008/2009 haben wir auf lokaler Ebene noch ein sehr starkes Bündnis gegen den Gaza-Krieg geschmiedet. Wir haben Mahnwachen veranstaltet, Infostände. Und in diesem Rahmen haben wir auch ein jährliches interkonfessionelles Friedensgebet der Religionen vorgeschlagen. Und das hat glücklicherweise auch wirklich fünf Jahre hintereinander stattgefunden in den verschiedenen christlichen Kirchen und in der Moschee, und gerade auch der Integrationsgedanke war uns da wichtig und das hat gut funktioniert. Leider muss ich dazu sagen, im letzten Jahr war die katholische Pfarrgemeinde mit der Federführung und der Vorbereitung beauftragt. Ja, und da hat die Pfarre, die Vertreter unserer Initiative, wo wir doch eigentlich die Initiatoren dieses Friedensgebetes waren, ja, die haben die skandalöserweise von der Vorbereitung ausgeschlossen. Mit der Begründung, wir wären keine kirchlich gebundene Gruppe. Naja, da kann man zu stehen, wie man will. Vielleicht auch noch aktuell planen wir eine Straßenaktion mit Unterschriftensammlung gegen die Drohnenbeschaffung, die eine ganz neue Kriegsführung ja beinhaltet. Und natürlich sind wir auch aktuell zu dem Thema Freihandelsabkommen der EU mit den USA, das sogenannte TTIP und natürlich auch TISA wollen wir uns auch annehmen und da wollen wir auch eine Podiumsdiskussion machen. Das sind so Möglichkeiten, um Informationen
rüberzubringen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass, wie ich eben schon sagte, der Aktionsradius und auch die Wirkung noch sehr begrenzt ist. Man kriegt im Moment wirklich nur sehr schwer die Menschen hinterm Ofen oder hinterm Fernseher oder hinterm Fußballspiel hervor, um sich politischen Themen zu widmen. Bei TTIP und bei TISA geht es ja auch um weitreichende Privatisierung, Daseinsvorsorge und vermutlich ja auch Teilbereiche vom Hoheitlichen. Ist da eine Verbindung zum Frieden? Ja, ich sehe auf jeden Fall das als zwei Seiten einer Medaille an. Denn ohne sozialen Frieden gibt es keinen weltweiten Frieden oder und auch keinen Frieden in Europa oder wie sie auch immer wollen. Deswegen befassen wir uns ganz klar auch mit solchen Themen, die ganz sicher, wie ich eben schon sagte, zusammenhängen. Und gerade das geplante Freihandelsabkommen ist ja, wenn man es sich mal anschaut, eigentlich nur ein Abkommen, was den Konzernen dient und in keiner Weise den Menschen, was da versprochen wird an Wachstum des Bruttosozialprodukts oder auch an Arbeitsplätzen, wenn man das genauer ansieht, befindet sich das im Bereich von 0,0%, 0,034% pro Jahr. Denn das wird immer auf 10 Jahre gerechnet, was da verkündet wird. Und das ist im Grunde minimal und das kann man vergessen gegenüber den Schwierigkeiten, die wir mit dem Freihandelsabkommen erhalten würden, nämlich Senkung unserer Standards. Und was das Allerwichtigste bei diesem sogenannten Freihandelsabkommen ist, das wissen Sie auch und wie viele Ihrer Hörer auch, dass die Konzerne bei privaten Schiedsgerichten klagen können gegen die Staaten, die eventuell nach dem Abschluss der Freihandelsabkommen ihre Standards ein wenig verschärfen. Und dann sagen die Konzerne, oh, das war so nicht abgemacht. Jetzt schmälern diese neuen Standards unsere Verdienstmöglichkeiten. Also werden wir klagen bei privaten Schiedsgerichten. Und da ist aber jetzt Brüssel schon ein wenig hellhörig geworden, weil es doch wirklich in der Bevölkerung Gott sei Dank breite Proteste gibt und gegeben hat. Und es gibt ein Anhörungsverfahren zu diesem Freihandelsabkommen. Aber vielleicht haben Sie sich das auch schon mal angeschaut. Das ist dermaßen kompliziert. Da kann ein Laie kaum durchkommen. Und da gibt es Gott sei Dank eine Initiative des Umweltinstituts München. Das kann man anklicken und da braucht man diese ganzen Fragebögen nicht selber auszufüllen, sondern da wird das Umweltinstitut dann diese Fragebögen mit dem Namen des Unterzeichnenden versehen und dann ist wieder einer mehr, der sich gegen Brüssel und deren Machenschaften in Verhandlungsabkommen Sachen wendet. Ja, dem Thema werden wir uns mit Sicherheit noch näher zuwenden. Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz traurig und ganz, ganz wichtig, was da abläuft. Das muss in die Öffentlichkeit. Es ist Gott sei Dank, wie ich eben schon sagte, doch vielen Menschen inzwischen klar. Und da kann ich Sie nur unterstützen, dass Sie das zum Thema machen. Vor allem, wir haben uns den ESM gründlich angeschaut. Der ESM enthält ein Staateninsolvenzverfahren. Das heißt, der Staat darf noch nicht mal selber über seine Pleite entscheiden. Wenn er darüber jetzt pleite geht, über solche Klagen, dann zumindest aus Sicht des ESM kann der Staat dann noch nicht mal selber entscheiden, wie nach dem Krieg über seinen Staatsbankrott. Ja, dann wird den totalen Ausverkauf. Diesen, diesen Schirmen, da veranstaltet wurde, das, was daraus geworden ist, sieht man ja, man hat die Banken unterstützt, aber nicht die Menschen. Vielleicht sage ich noch etwas, weshalb ich in Berlin geredet habe. Sehr gerne. Denn, wie ich eben schon sagte, uns ist es ganz wichtig, dass der Gedanke gegen Krieg, für den Frieden, sich ausbreitet und zu einer Bewegung wird, wie es damals, in den 80er Jahren war, wo im Bonner Hofgarten 500.000 Menschen waren, eine halbe Million
Menschen. Und diese Bewegung, die jetzt mit den neuen Mahnwachen begonnen hat, die muss zusammengeführt werden mit der alten Friedensbewegung, damit auch die Erfahrenen, denn wir haben schließlich in der alten Friedensbewegung durchaus erfahrene Leute, die auch gute Beiträge leisten können, damit da etwas zusammenwächst und eine ganz starke Bewegung daraus wird. Denn was zurzeit an Militarisierung und an kapitalistischen Methoden in Europas inklusive Bundesrepublik herrscht, dagegen muss man vorgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass sich die Kräfte miteinander vernetzen, um eine starke Bewegung, eine solidarische Bewegung zusammen zustande zu bringen. Und hier in Aachen haben wir auch einen Anfang gemacht. Wir haben eine kleine Gruppe von vernetzten Gruppierungen und das muss bundesweit auch geschehen. Ich denke, Frieden ist für alle, für Linke ebenso wie für Bürgerliche. Ja, und wie auch einer der Sprecher der Kooperation, der hat ja letzten Montag in Berlin gesprochen, der Rainer Braun, und er sagte, gibt es linken Frieden, gibt es rechten Frieden, und da haben Sie vollkommen recht, es gibt nur den Frieden. Und allerdings gibt es ein kleines Problem bei den sogenannten Mahnwachen. Da sind einige Redner aufgetreten, die also rechts und links verwischen wollen. Hm. Und dagegen wenden wir uns schon, denn man kann nicht Rechtsextreme mit linken Gruppen über einen Kamm scheren. Das ist absolut der falsche Weg. Derartige Redner sind mir persönlich nicht bekannt geworden. Ich sehe nur bei den Mahnwachen so eigene Anschauung und wie die Mahnwachung nach außen, was sie nach außen hin sagen, dass sie ganz klar keine Extremen dabei haben wollen. Ja, Gott sei Dank haben die das immer wieder gesagt, aber sie wissen vielleicht selber, in den Medien und selbst vom Vorstand der Linken wird also ein ziemlich harter Kampf gegen diese Mahnwachen geführt und man unterstellt ihnen immer wieder, sie seien die neue Rechte, sie seien Verschwörungsideologen, sie seien antisemitisch und rechtsextrem, und ich habe das auf meiner Berliner Rede auch ganz stark zum Thema gemacht und ich denke, ich habe diese Vorwürfe entlarvt, dass sie wirklich Verleumdungen sind, ohne dass da ein tatsächlicher Hintergrund dahinter wäre. Ja, das denke ich auch. Also ich denke, wer Frieden will, zum Beispiel Israelis und Iraner sitzen in einem Boot. Und also und es gibt ja auch die Friedensinitiative Israel liebt Iran und so. Also. Ja, das finde ich eine ganz wunderschöne Aktion, die vor ein, zwei Jahren begonnen hat. Und zwischen den Bevölkerungen ist ja immer wieder Solidarität zu erkennen. Das habe ich auch zum Beispiel in meiner Rede in Berlin betont. Da wird der Bewegung vorgeworfen, sie sei anti-amerikanisch. Und das wird als Schimpfwort benutzt. Und ich habe gesagt, wir haben überhaupt nichts gegen die Bevölkerung der USA. Aber wir haben sehr wohl etwas gegen die Machenschaften der US-Administration mit ihren weltweiten Kriegseinsätzen. Und da wende ich das Wort Anti-Amerikanismus sehr wohl an, aber nicht als Schimpfwort, sondern als Notwendigkeit. Denn die USA sind ja im Moment und seit Jahren, wie Daniele Ganser auch sagte, das Imperium. Und das Imperium tut, was es will. Und dagegen müssen wir etwas unternehmen. Und da ist eben die Bundesregierung überhaupt nicht in der Lage, etwas zu unternehmen, was in diese Richtung deutlich wäre. Man sieht es ja an der NSA-Affäre. Es ist ja geradezu erbärmlich, wie die Bundesregierung da reagiert. Die hat überhaupt keinen Mut, da etwas gegen den großen Nachbarn über den Atlantik etwas
Da fällt mir etwas Pro-Amerikanisches ein. Die USA scheinen vergesslich zu sein. Es gibt eine berühmte Stuttgarter Rede, ich glaube aus dem Jahr 1946 war das, von dem damaligen Außenminister Burns, und er wollte, dass die Deutschen sich verpflichten auf Frieden und Menschenrechte. Und heute haben wir es in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz drin. Die Amerikaner scheinen es nur vergessen zu haben, dass sie damals selber von uns dieses Friedensgebot wollten. Ja, und in der Präambel des 2+4-Vertrages zur Wiedervereinigung der Bundesrepublik mit der DDR, da steht eindeutig drin, von deutschem Boden soll nur Frieden ausgehen. Das wollten die doch. Und das wird ja vielfach hintergangen. Denn denken Sie nur an das Drehkreuz Irmstein. Das ist der größte Flugplatz der US-Armee außerhalb der USA. Und den haben wir in Deutschland. Und die haben in allen Kriegen, sei es Irak oder Libyen, Afghanistan natürlich, mitgewirkt, sodass immer wieder von deutschem Boden Krieg ausgeht. Und genau das muss bekämpft werden. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Wenn man mehr über Sie erfahren möchte, dann findet man Sie unter Friedensinitiative Würselen. Ja, genau. Die Website heißt Friedensinitiative-Würselen, ja. Und unser offizieller Name ist Würselener Initiative für den Frieden. Aber Sie können auch unter Kontakt haben Sie auch unsere E-Mail-Adresse. Und Sie haben ja auch unsere Telefonnummer. Sie können mich jederzeit da erreichen. Also herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass in Sachen Frieden wir vorankommen. Dankeschön. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Jetzt hören wir ein kurzes Musikstück und dann werden wir noch ein weiteres Interview zum Frieden haben. Danke. Dankeschön. Sie hören den vierten Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am 10. Juli 2014. Mein Name ist Volker Reusing. Ich habe jetzt an der Leitung Herrn Peter Jürjens. Guten Abend, Herr Jürjens. Guten Abend. Sie sind Musiker, Philosoph, Anarchist und haben am Montag auf der Friedensmannwache in Düsseldorf gesprochen. Ja, wie sind Sie zu den Friedensmannwachen gekommen? Ich habe ursprünglich damit gar keinen Kontakt gehabt, weil ich weiß, das Ganze ja in Berlin gestartet überwiegend. Und bin erstmalig wirklich darauf aufmerksam geworden, als Jutta Ditfurth ein Jahr halt vor diesen neurechten Umtrieben gewarnt hat. Ich habe das vorher zwar so mal gesehen, dass die stattfinden, aber mir war jetzt nicht klar, dass das ein einheitliches Phänomen ist oder dass da irgendwie halt eine Orga hinter steckt in irgendeiner Weise. Ja, ich habe mir den Text halt angeschaut. Ich habe in ein paar wesentlichen Kritikpunkten einfach gefunden, dass also mein Standards nach da ein bisschen vorschnell beurteilt war. Dann habe ich auch festgestellt, dass doch so einiges von Leuten, die ich deutlich links verorten würde, schon dabei war, in diesem Orgas zu arbeiten. Dann habe ich mal mit denen gesprochen und nach einer reifen Überlegung mich dann entschieden, mich da mal einzubringen. Ihre Motivation ist wahrscheinlich auch die Lage in der Ukraine, vermute ich. Das ist einer der vielen Punkte, ja. Also, wenn man so Aktivität gegen Krieg fing bei mir an mit dem ersten Golfkrieg, kann man sagen. Das war noch so auf Lichterkettenniveau. Ich bin in einer Provinzstadt Kleve gewesen, als Teenager halt. Und da bin ich eigentlich das erste Mal überhaupt mit der Friedensbewegung in der Form in Berührung gekommen. Seitdem beobachte ich mein Lebensalter und mein Informationsstand zu der Zeit das erlaubt hat, primär auch so die Konfliktebene, militärische Konflikte, die verschiedenen Armeen der Welt, Ausrüstungsstandards, wie die Flüsse von Industriematerial beispielsweise in die Rüstung fließen und so weiter. Das sind so die Sachen, die mich halt schon ziemlich lange interessieren. Ich habe ein paar Freunde, die im Bereich Friedensforschung gearbeitet haben. Von daher hat das halt alles so eine ziemlich lange Geschichte für mich. Ist aber jetzt eigentlich nie sehr organisiert gewesen. Und
Ich habe mich auch noch nicht mal in den anarchistischen Organisationen organisiert. Das heißt, Ihr Ansatz ist auch die ganze Verschwendung, was alles an Rohstoffen verschwendet wird, was man viel besser einsetzen könnte. Ja, ohne jeden Zweifel. Wir haben hier eine weit verbreitete Massenarmut und haben gleichzeitig Gebäude, die in den Baustandards und den Repräsentativstandards so hoch liegen, speziell zum Bereich Banken, Versicherungen zum Beispiel, dass das jetzt einfach auch kulturell schon nach Verhöhnung gleichkommt. Wir sind hier also im Moment in einem Zeitalter gelandet, in dem ganz Klares gegen die Bevölkerung gelebt wird und auch architektonisch umgesetzt wird. Aber das ist jetzt mal so eine Nebenthese. Wo würden Sie ansetzen für den Frieden? Ja, primär ökonomisch. Wir werden nicht umhin können zu realisieren, dass wir ernsthaft Teile unseres Lebensstandards mit Krieg verdienen hier in Deutschland. Und zwar einen beträchtlichen Teil. Wir sind einfach zur Rohstoffsicherung in unter anderem NATO-Absprachen, aber auch sehr im eigenen Interesse unterwegs. Wir sind ja im Moment, wenn man konventionell zählt, sag ich mal 17 Auslandseinsätze, 14, die offiziell so bezeichnet würden, 3 Hilfsausbildungsmissionen, bei denen es fast aufs selbe rauskommt. Und man kann halt wirklich nicht sagen, dass das im Augenblick unterentwickelt wäre, was Deutschland militärisch tut. Ich könnte die Frage nochmal wiederholen. Ja, für den Frieden, wo es geht darum, mir darum, ja, wie, wo ist der Hebel? Was man tun kann, ist in jedem Land verschieden. Wäre ich jetzt US-Amerikaner im Moment, dann wäre ich in einer anderen Situation, als was ich ein Russe oder als ich das hier als Deutscher im Moment bin. Ich konzentriere meine Aufmerksamkeit schon auch stark auf das Feld, in dem man was ändern kann. Das wäre jetzt als Herr die Gesellschaft und das Land, in dem wir leben. Und dieses Land, in dem wir leben, es kassiert ganz gewaltig. Unsere Unternehmen exportieren wie keines Landes Unternehmen das tun. Wir produzieren die meisten Kriegswaffen pro Bevölkerungsanteil. Das ist nicht hinnehmbar so. Die Aufrüstung Deutschlands ist tatsächlich ziemlich leichend passiert. Ich habe das in meiner Rede mal erwähnt. Die Bundeswehr war in den 80er Jahren mehr oder weniger sowas wie eine Karnevalstruppe. Brauche ich jetzt nicht auszuführen. Ja. Die war weder schwer bewaffnet, für unser Empfinden, noch war die in irgendwelchen Einsätzen gewesen, die irgendwie ernst waren. Und seitdem hat sich doch eine ganze Menge geändert. Was wir jetzt heute haben, ist eine international für schnelle Einsätze ausgerüstete Armee, die immer stärker auf dieses Element setzt. Insbesondere Spezialkräfte, die halt sehr häufig ohne eine wirkliche Parlamentskontrolle arbeiten. Die bedeuten früher arbeiten, als das Parlament auch noch diskutiert in den Krisen. Teilweise. Das ist halt so ein Bereich der sehr undemokratischen Steuerung des militärischen Bereichs. Und wir sehen, wie die Beispiele zustande kommen. Zentralafrika beispielsweise hat ein französischer Journalist vor einiger Zeit sehr schön dargestellt, wie die Wirtschaftsinteressen dort liegen. Also welche Konzerne konkret doch so ein gewisses Mitsprechen zeigen, was die einzelnen Kampagnen angeht. Was für Konzerne beispielsweise direkt profitieren von den Rüstungsaufträgen. Das ist schon alles recht interessant, wenn man sich auch im Detail anschaut. Jedenfalls gerade nicht greifbar. Aber da arbeiten viele Leute sehr sinnvoll zu und was rauskommt, ist immer dasselbe Bild. Wir leben hier in einem militärisch-industriellen Komplex, ganz wie der Südamerika immer wieder konstatiert wird. Und der verschlingt nicht nur gewaltige Ressourcen, Materialien, sondern hat auch gewaltige finanzielle Ressourcen. Nebenbei auch eine gewaltige Aufmerksamkeit im politischen Bereich. Meine Forderung ist da eher, dass wir uns wirklich auf eine Neutralität Deutschlands, in der Entwaffnung Deutschlands zu bewegen sollten. Und sowas wie bewaffnete Auslandseinsätze ernsthaft auf unserem Boden streichen. Also sowas ähnliches wie in der Schweizer Verfassung, dass wir nicht nur Frieden und Angriffskriegsverbot in der Verfassung haben, sondern Neutralitätsgebot aufnehmen? Eine Konkretisierung wie in der Schweizer Verfassung ist durchaus was da. Das jetzt genau so gemacht werden muss, ich meine, die ist ein wenig älter. Und man muss vielleicht ein paar Gegebenheiten, Leute, geben, ein
paar Gegebenheiten der heutigen Zeit durchdenken. Ich würde zum Beispiel sagen, dass wir sowas wie rein humanitäre Einsätze, bei denen tatsächlich überwiegend Ingenieure und sowas unterwegs sind, THW, ne, dass wir die durchaus anbieten können. Ich finde halt nur jede Form, mit der diese verschleierte Art, sowas wie Bodentruppen einzusetzen und eroberte Länder abzusichern, mit der Bundeswehr betrieben wird, haben wir ein ernstzunehmendes Problem. Ja. Und Blauhelm-Einsätze? Ja, nun, die Frage ist, wer die UN letzten Endes dominiert. Ich habe schon den Eindruck, dass die Gruppe, die man jetzt mal so als der Westen oder die sich gerne als die freie Welt bezeichnet, einen unverhältnismäßig großen Einfluss hat. Also ich sehe die UN sehr häufig handlungsunfähig, wo irgendetwas geregelt werden müsste, was in Richtung NATO geht. Ich sehe, dass die NATO-UN-Regelungen durchaus zu ignorieren in der Lage ist. Ich sehe, dass die größte Macht im Kampf der NATO wieder Krieg führt und die UN gewinnt oder abgesegnet werden. Da sollte man sich keine Illusionen machen. Ja. Also auch da sollte man Zurückhaltung üben, auch was blaue Hämmer angeht. Logisch Konsequenz für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das gehört wirklich seitlich von diesen geschichtlichen Ereignissen in Deutschland weiß. Die logische Konsequenz für mich wäre eine Entwaffnung Deutschlands und Neutralität Deutschlands gewesen. Wir sind halt tatsächlich in Stellung gebracht worden von einigen Siegermächten gegen eine andere Siegermacht. Das ist unsere Militärgeschichte. Und ich finde den Jetzt-Zustand alles andere. Also, wir sind das siebtstärkst bewaffnete Land der Welt. Welche Quellen, sagen Sie bitte noch einmal? Da waren kurz unterbrochen. Das kann man zum Beispiel auf Global Firepower sehr schön transparent darstellen. Da sind sich jeder schön in Ruhe anschauen selbst. Auf der Webseite Global Firepower. Ja. Ich wusste, dass Deutschland einer der größten Waffenexporteure ist. Ich glaube Nummer 3 in der Welt, aber das Moment, wir hatten gerade, waren wir 3 oder 4 Mal hier abgetrennt. Also hatten wir bei den vorherigen Interviews. Hallo? Ich muss hier nochmal neu anrufen. Ja, Häusing. Okay, jetzt haben wir die Verbindung wieder. Also, Sie hatten gesagt, auf der Nochmal. Auf der Webseite Global Firepower kann man nachlesen, dass wir die siebtgrößte Militärmacht der Welt sind. Das ist korrekt. Wir sind das siebtstärkste.
stärkste Land der Welt. Das siebtstärkst bewaffnete Land der Welt. Zukommt. Also Waffenexport ist heute mit aufgefasst. Unsere Waffenproduktion ist aufgefasst. Unser Einfluss auf den Märkten ist dabei aufgefasst. Und das kann man halt wirklich für jede Nation einzeln aufgeschlüsselt ganz schön transparent sehen auf der Seite. Ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das ist eine amerikanische Website, meines Wissens nach. Aber ich habe zu den Betreibern hier teilweise über Facebook beispielsweise Kontakt. Und das sind also alles Leute, die halbwegs mein Vertrauen haben, doch. Ja. Wegen der Kontakt jetzt mehrfach abgebrochen ist. Ich sage nur, die Sendung zeichnen wir noch mit einer zweiten Kamera auf. Hallo? Ja. Sobald die Verbindung wieder da ist, wir zeichnen die Sendung mit einer zweiten Kamera auf. Das heißt, die Aufnahme lässt sich hier nicht unterbinden. Dankeschön. Also kann man auch direkt die Verbindung bestehen lassen, falls da jemand dazwischen funken sollte. Es kann auch einfach ein technisches Problem gewesen sein. Okay. Aber das waren bei den anderen Interviews nicht. Okay. Geht weiter. Wenn das Telefon sein könnte, dann kann ich hier auf ein anderes Telefon wechseln, wenn Ihnen das hilft. Nein, das ist bei Skype zwischendurch abgebrochen gewesen. Und bei den anderen Interviews hatten wir das so nicht gehabt. Okay. Gut. Gut, wir machen einfach weiter. Zur Not müssen wir hinterher schneiden. Ja. Ja, ich bin echt überrascht gewesen. Es gibt ja eine ganze Menge Nationen, die größere Armeen haben von der Soldatenzahl her, dass wir die selbststärkst bewaffnete sind, hätte ich nicht gedacht gehabt. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir genauso gegangen. Ich wusste schon, dass wir uns relativ hoch gearbeitet haben im Lauf der 90er und der 2000er Jahre, aber dass wir inzwischen wirklich dermaßen stark entwickelt sind. Sie können sich das wirklich mal zum Beispiel im Bereich Marine anschauen, schauen sich die Fregattenzahlen an und wir fahren da teilweise die modernsten der Welt. Oder ich glaube, es war sogar so, dass eine der deutschen Fregatten, die da gerade rumkreuzt, die ist das modernste Schiff seiner Klasse der Welt. Das ist halt so ein raketenwerfendes Monster, das also sehr kampfstark ist. Hm. Sehr gut geeignet für die Antipirateneinsätze, Sicherung von Küstenlinien, aber prinzipiell könnte man es natürlich vielleicht auch benutzen, um das Inland zu beschießen irgendwo. Mir gefällt das alles ganz und gar nicht. Wir fangen ja wieder an, Waffen zu bauen, die wir uns wirklich abgewöhnt hatten zu bauen. Und unsere Waffenkonzerne, die Kleinwaffenproduktion betreiben, sind ausgesprochen eifrig, was das Verteilen von Lizenzen speziell in Krisengebieten angeht. Hm. Ja. Also die Aussage würde ich in jedem Fall als eine ganz zentrale ansehen. Eine der Konsequenzen, die wir nicht nur aus unserer fernen Vergangenheit, also für eine Menschengeneration ist das jetzt alles lange her, wirklich, ja. Und aus der lebenden Generation dieser Zeit sind nur noch wenige Zeitzeugen da, die warnen können, wie es war und alles so gekommen ist. Man kann natürlich die Bücher lesen, man kann die Filme schauen, aber man muss vor allen Dingen auch ein gewisses Bewusstsein entwickeln, glaube ich, dafür, dass das hier eine sehr heftig brummende Wirtschaft ist, von der ein großer Teil, wirklich großer Teil, in Waffenproduktion steckt. Die das ist ja ziemlich heftige man könnte es vielleicht als Kriegsgewinnlerei bezeichnen. Und der Steuerzahler darf dann dafür aufkommen, für den Ländern, wo die Flüchtlinge sind. Und ihre Waffenindustrie macht die Profite. Ja. Also, der zentrale Kritikpunkt, der an absolut allem Waffenhandel, an all der Kriegswaffenproduktion zu erheben ist, ist, dass sie eine unglaubliche Verschwendung darstellt. Also, es ist eine Nutzlosigkeit, die dem Ganzen innewohnt. Kann zum Beispiel dafür garantieren, dass von den Waffen, die wir so in den 50er, 60er, 70er Jahren angeschafft haben, jetzt inzwischen fast alles im Ausschuss gelandet ist, verklappt ist, im Müll gelandet ist, teuer entsorgt werden musste und entsprechend neue Systeme angeschafft wurden. Das ist ein Kreislauf, der immer wieder läuft, alle paar Jahrzehnte. Und ich würde sagen, dass die Zyklen sich deutlich verkürzt haben, was das angeht. Ja, etwas lauter. Okay. Und ich würde halt sagen, dass die Zyklen sich dabei auch recht stark verkürzt haben in letzter Zeit. Wir haben also mehrere Minister, die damit beschäftigt sind, den Waffenexport anzukurbeln. Das muss man sich im Moment mal vorstellen. Das hätte einer offen machen sollen vor ungefähr 10 Jahren. Ich meine, im EU-Recht haben wir ja auch drin, dass die Waffen immer, dass die militärischen Fähigkeiten ständig verbessert werden sollen. Ja, ist klar. Die deutsche Waffenlobby schreibt sich in Brüssel durchaus das Recht, das sie will.
Im Grundgesetz haben wir sowas nicht stehen. Da haben wir ein Friedensgebot, haben wir ein Angriffskriegsverbot, aber eben leider nichts direkt Entgegenläufiges, was zur Rüstung. Einer der wesentlichen Gründe, die eigentlich jeder in Deutschland lebende Mensch haben sollte, sich die momentane Situation kritisch anzuschauen und sich vielleicht wirklich mal anzuschauen, ob es sich nicht lohnt, sich einer Gegenbewegung anzuschließen, ist für mich, dass etliche Verfassungsgebote ignoriert werden, dass Ministerien teilweise die höchsten Rechtsinstanzen des Landes ignorieren können und dass auf der Ebene der aktiven Politik, teilweise auf Staatssekretärs, teilweise auf Ministerialebene, aber wirklich runter bis zu einem Jobcenter-Mitarbeiter vom Staat inzwischen das Recht verteilt wird, Bürgerrechte auszusetzen, die garantiert sind. Ja, das ist also auch im Inland durchaus eine Situation von hohem Druck. Ich würde den als relativ gleichmäßig verteilt ansehen, national wie international. Die Probleme, die Deutschland hat in dieser Hinsicht, sind auch wirklich keine singulären. Wir haben hier die wenigsten Probleme innerhalb Europas, abgesehen von, sagen wir mal, Norwegen oder ähnlich wohl situierten Ländern. Um uns herum ist halt das, was die momentane deutsche Wirtschaftspolitik verursacht. Und das sind Dinge wie eine gestiegene Säuglingssterblichkeit in Griechenland. Massiv gestiegen, 46%, wenn ich das richtig erinnere. Ja, die dortigen EU-Sparpolitik, ja, deutsche Politiker sind besonders auffällig geworden. Aber ich frage mich, ob das wirklich die deutschen Politiker sind oder ob es nicht eher Konzernvertreter sind. Das ist für mich sogar Lobbyisten. Ganz ehrlich, systemisch keine Frage. Die Politik rangiert für mich, also das, was wir an sichtbarer Politikgestaltung sehen, rangiert für mich im unteren Mittelfeld der Machtskala. Ich habe in einer Rede jetzt hier am 7., ach ja, die haben sie erwähnt, genau, eingangs, habe ich da mal sowas wie eine 11-stufige Pyramide versucht darzustellen. Die ist relativ eindeutig beschrieben. Soll ich sie Ihnen kurz resümieren? Ja. Ja. Also an der Spitze der ganzen Sache, auf Rang 1, haben wir multinationale Finanzhäuser. Die sind sehr einflussreich. Zu denen gehören Konzerne aller möglichen Branchen und Industrien und eine einzelne Firma wiegt dabei sehr schwer. Ich habe davon mehreren 100 Milliarden Euro beispielsweise Aktivkapital pro Firma gesprochen und das ist auch konservativ und ist sowas wie ein Mittelwert. Das ist eine Wirtschaftsmacht, die so konzentriert ist, dass sie die darunterliegende Ebene, nämlich die Menschen, die real viel besitzen, also beispielsweise Land, beispielsweise Gebäude, ähnliche Werte, Industrieanlagen oder auch Mehrheiten von Aktienvermögen in bestimmten Bereichen beeinflussen kann und die von sich abhängig halten kann. Und das gilt für jede weiter absteigende Ebene. Auf Ebene 10 hätten wir halt große Konzerne ohne so eine besondere Protektion. Also nicht Ebene 10, Entschuldigung. 8 oder so. Ich habe die Liste jetzt nicht aufgemacht, mache das gerade aus dem Kopf. Darunter schließen sich dann halt einzelne Banken, einzelne Konzerne an, wie gerade gesagt, die diese spezielle Protektion nicht genießen. Dann kommen meiner Wahrnehmung nach die Wirtschaftsstiftungen und die Lobbygruppen. Das sind halt Kräfte, die für uns teilweise sehr unsichtbar wirken. Beispielsweise in Brüssel ist das Lobbyistenverhältnis enorm hoch pro Parlamentarier. Das wird oft bekannt sein. Und diese Lobbyvereinigungen bekommen eigentlich in fast allen Fällen das, was sie wollen. Das ist die reale Situation. Ja. Unterhalb dieser Lobbyvereinigungen und Wirtschaftsstiftungen, erst auf Ebene 6 habe ich die verortet, ist die von allen Obigen gekaufte, erpresste und anderweitig kontrollierte politische Ebene vorzufinden. Ich führe es noch kurz zu Ende. Auf Ebene 7 erst kommen die mittelständischen Unternehmen ohne Banken, Lobby oder Konzernprotektion. Auf Ebene 8 Kleinunternehmer. Auf Ebene 9 Verbraucher, die bei einem der vorigen lohnabhängig beschäftigt sind. Auf Ebene 10 Marginalverbraucher ohne bezahlte Beschäftigung. Und auf Ebene 11 Minimalverbraucher. Einkunfts- oder obdachlose Menschen. Es ist halt wohl so,
dass diese Wahrnehmung jetzt nicht nur von mir gemacht wird. Es gibt also Sozialwissenschaftler, die ihr Studium etwas weitergetrieben haben und die das international sehen. In ganz Europa gibt es Bewegungen, die das verfestigen und vertiefen. Und ich sehe das Ganze auch in Südamerika so arrangiert. Sie werden dieses Layering meiner Ansicht nach in fast allen Teilen der Welt vorfinden. Ja, Sie sagen, Sie sind selber auch Anarchist und da wäre auch meine Frage. Vielleicht habe ich Vorurteile. Ich habe manchmal das Gefühl, Anarchismus scheint auf der lokalen Ebene recht gut zu funktionieren. Wenn man Anarchismus auf einer größeren Ebene ansetzen will, werden wir da nicht noch mehr Beute der Konzerne? Naja, ich glaube, das ist eine zweiteilige Sache. Ich bin jetzt bei diesen Montagsmahnwachen zum Beispiel nicht dabei, um jetzt dezidiert für den Anarchismus zu arbeiten. Das ist zwar schon die Quelle, aus der ich die allermeisten Ideen ziehe, mit denen ich so arbeite und ist auch meine Methodik normalerweise, aber die kann ich ja nun schlecht allen Leuten aufdrängen oder aufzwingen, die da hinkommen. Ich sehe das also schon ein bisschen getrennt voneinander, aber die Verbindungen kann ich vielleicht auch mal klar machen, ja. Also Anarchismus ist für mich, da habe ich eine Sichtweise, die ist jetzt nicht so weit weg vom Kernanarchismus, aber hat durchaus was Eigenes, würde ich sagen. Anarchismus ist für mich primär sowas wie eine ideelle Bewegung, keine materielle Bewegung. Es geht um diesen Zustand, beherrscht zu sein und frei zu sein, fremdbestimmt zu sein. Und es ist ganz egal, wie gerecht jetzt die Verteilung der Güter ausfiele, der Zustand beherrscht zu sein, ist, was anzugreifen ist. Wenn man über Frieden spricht, spricht man automatisch über Krieg. Und das Mittels dessen die meisten Menschen auf der Welt ungerecht beherrscht werden, ist letzten Endes das Kriegerische. Es ist das Militär, das halt unsere Rohstoffadern absichert und es ist das Militär, das für die Konzerne und auch für unsere Wirtschaftsinteressen als Nation, ja, wie nennen die das so schön, aufräumt, den Weg bereitet. Ja. Ich kann nicht umhin, da einfach zu konstatieren, dass das direkt zusammenhängt mit einer gesellschaftlichen Einstellung von Herrschaft, die gegenüber einem Teil der Welt kolonial ausfällt und die sich halt sowohl gegen das nicht deutsche Ausland jetzt halt, als auch gegen die Deutschen selbst wendet. Ja. Ich versuche mir nur vorzustellen, wie man eine friedliche Gesellschaft hinbekommt. Man muss man nicht erstmal die großen Konzerne auseinandernehmen, damit überhaupt. Ja, das ist, was ich gerade meinte. Ich sehe das schon als eine getrennte Angelegenheit an. Das, was wir da vor uns haben, ist eine sehr komplexe Problemsituation. Ich habe die versucht, in meiner Rede so einen Zusammenhang darzustellen. Das kann ich jetzt in einzelnen Antworten natürlich nicht besser tun. Aber ich könnte versuchen, mal ins Detail zu gehen. Wir haben eine Situation, in der ein Staat existiert, der sehr hierarchisch aufgebaut ist, der sehr autoritär aufgebaut ist und der immer autoritärer handelt. Das ist also zunehmend, für mich deutlich wahrnehmbar zunehmend, was an Gewalt beispielsweise auf Demonstrationen passiert, aber auch was an Gewaltbereitschaft gepredigt wird, bis hoch zum Bundespräsidenten. Es ist eine Veränderung, die hier vorgegangen ist. Und ich finde, es ist eine ungute Veränderung, die wir zurückdrehen müssen, um wieder sicher leben zu können und um mit einer einigermaßen langfristigen Perspektive auch in Frieden leben zu können. Auch mit den Ländern um uns herum. Jetzt ist das natürlich eine Makroordnung. Wenn Sie eine Gesellschaft aufbauen wollen, mir jetzt sagen, Anarchismus ist bekannt dafür, dass er in kleinen Zusammenhängen funktioniert, dann wäre die allererste Antwort, die ich Ihnen da geben würde, dann sollte es doch ein leichtes sein, diese große Gesellschaft, die real aus lauter Individuen besteht, in organisatorische Kleingruppen aufzufassen. Wir haben sowohl die Technik dazu, also die gesellschaftlichen Planer, Entwickler, Visionäre früherer Zeiten hatten alles, aber keinen Computer, der Terabautraten verarbeiten konnte. Das stand ihnen nicht zur Verfügung, uns steht das zur Verfügung. Wir wären in der Lage, uns ja alle in Kegelclubgröße zu organisieren, in Familiengröße zu organisieren. Vermutlich
könnten wir sogar ein Rahmenkonstrukt entwickeln, das ganz ohne einen herrschaftlichen Staat auskommt. Ein rein logistisches Netzwerk bedeutet, das freiwillig zwischen den Bürgern aufgebaut ist, mit jedermanns aktiver Beteiligung arbeitet. Das ist eine veränderte Gesellschaft, von der wir da sprechen, natürlich, aber keine unmögliche. Was würde dann aus grundrechtlichen Garantien, die eine Verfassung oder ein Grundgesetz hat? Ich denke, dass eines der Projekte, die anzustreben sind, jetzt eine Verfassung ist, die sich die Deutschen selbst geben, und zwar mit aktiver Beteiligung, sodass wirklich jeder sich beteiligen kann, der das will, sodass jeder das einsehen kann und sodass eine neue Grundlage für unser Zusammenleben entsteht. Was die Grundrechtsgarantien angeht, die fallen mit Sicherheit weitergehender aus, als sie das im Moment sind. Ich habe Frau Inge Hannemann, die wird Ihnen ein Begriff sein. Ja. Ja. Die habe ich gebeten, für eine der nächsten Montagsdemonstrationen für mich was zusammenzustellen, nämlich eine Liste sämtlicher Grundrechtsverstöße, die allein durch Hartz IV angedacht sind. Die Frau ist für ihre Gründlichkeit bekannt und ich würde mal sagen, dass man allein anhand dieser Liste schon ganz gut sehen kann, was vor sich geht. Und das sind nur die Folgen für Menschen im Inland, die auf der untersten Einkommensebene stehen. Was wir im Moment einfach auf dem Weg der Ausbeutung mit anderen Ländern tun, und zwar mit unseren europäischen Nachbarländern, das steht auf einem anderen Blatt. Was ich, ja, meine Befürchtung ist, also mit dem Grundgesetz haben wir eine ganze Menge, auch wenn es eine bürgerliche Verfassung ist, es hat eine Verlinkung zu Menschenrechten der UNO in Artikel 1 Absatz 2 und 2 Stellen für den Frieden ist. Einmal ein Friedensgebot, was die Rechtsprechung auch noch gar nicht richtig ausgedeutet hat. Auch in dem Artikel 1 Absatz 2, damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Und es gibt ein Angriffskriegsverbot. Ich habe die Befürchtung, wenn man etwas Neues macht, dass dann hinterher rechte Mehrheiten sind, dass dann hinterher was ganz Neoliberales kommt mit weniger Frieden. Ja, zum einen muss man das Rad ja nun nicht neu erfinden. Man könnte sowas zum Beispiel so projektieren, dass wir dieses alte Grundgesetz als eine Grundlage nehmen und dann einfach mal hören, was die Bevölkerung zu den einzelnen Teilen zu sagen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die rechte Mehrheit in Deutschland nicht. Ich sehe hier aufgeklärte Menschen, recht gebildete Menschen. Ich sehe in den Ballungsräumen, wie die Kulturen eigentlich ohne große Probleme koexistieren. Und ich sehe auch wirklich nicht, dass ein gewaltiges Aufkommen der Rechten jetzt so im täglichen Leben zu beobachten wäre oder dass die ernsthaft dabei an Macht gewinnen. Die fallen jetzt auf der Parteiebene mehr und unangenehmer auf. Ich meine neoliberal rechts in dem Sinne. Ja, das Neoliberale ist eins der, würde ich mal sagen, natürlichen Feindbilder jeder Positivveränderung im Moment. Das ist keine Frage. Inwieweit man jetzt tatsächlich sagen kann, dass es sich dabei um eine geschlossene Ideologie handelt, das möchte ich noch anzweifeln. Ich habe in der Rede unter anderem gesagt, das Kapital oder die wirklich mächtigen Individuen und Institutionen besitzen keinen Glauben, bis auf den an eine stetige Steigerung der Profitrate. Und das, würde ich sagen, kann man durchaus auch dem Neoliberalismus vorwerfen. Ich sehe nicht, dass der irgendwelche anderen Steuerungsziele hat, als die Abhandlung der Pflichten des Staates gegenüber seinen Bürgern immer weiter down zu graden, billiger zu gestalten und letztlich abzuschaffen. Das ist in so vielen Bereichen inzwischen passiert, dass ich die Regelhaftigkeit da auf jeden Fall sehe. Hm. Ich muss schon sagen, dass die Befürchtung, ein rechtes Konstrukt könnte die Macht gewinnen, wenn man die Leute hier abstimmen lässt, für mich einen ganz großen Fehler an sich hat. Ich bringe dieses Misstrauen gegenüber der Zivilgesellschaft hier einfach nicht auf. Ich sehe die in gewaltiger Mehrheit gegen jeden Nazimarsch stehen, wo die Polizei sie stehen lässt. Und ich habe schon auch einfach Bekanntenkreise, die, sagen wir mal, eher ein bisschen konservativ angehaucht sind. Ich habe sogar Bekanntenkreise, die sich für ausgesprochen naturverbunden und heimatverbunden halten. Leute, die sehr fußballbegeistert sind und ähnliche Sachen, die die Sache deutlich unkritischer sehen als ich. Aber auch die haben keine Sympathien beispielsweise für die NSU oder für alte Nazis oder für neue Nazis. Die rechten Szenen in Deutschland sind, würde ich sagen, in einem zersetzteren Zustand, als sie früher waren. Was ich auch sehr gut so. Gott sei Dank. Was ich meine ist, ich habe so die Befürchtung, dass also rechts im Sinne von
ökonomisch ganz rechts, ökonomisch absolut neoliberal und dass man uns das unterjubeln könnte. Ja, dann muss man sich jetzt fragen, wie hat es passieren können, dass man uns das, was bisher geschehen ist, schon untergejubelt hat, ohne dass solche Ränke notwendig waren, die jetzt speziell auf der rechten politischen Ebene da laufen sollten. Und B, wie sollte das passieren? Unter anderem würden ja zum Beispiel Sie da sein oder ich da sein. Und alle möglichen anderen Menschen würden da sein, die an der Stelle zum Beispiel sagen, nee, wir sind aber mit dem momentanen System, mit der konzernbasierten Ausbeutung ganz und gar nicht zufrieden. Das sind viele. Ich würde sagen, das sind zu viele, um den Jetzt-Zustand aufrechtzuerhalten. Und darum geht es vermutlich letztlich auch bei dieser doch ziemlich groß werdenden Montagsdemo-Bewegung. Zieht sich inzwischen über mehrere europäische Länder. Ich habe irgendwas von über 120 Städten gehört jetzt inzwischen. Das zieht schon Kreise. Und ich war jetzt nur auf einer einzigen Montagsdemo selbst anwesend, muss ich dazu sagen. Ich bin weit davon entfernt, da ein Experte zu sein. Ja, ich habe jetzt einmal da gesprochen und gesungen. Aber mein Eindruck von Düsseldorf beispielsweise ist, dass die sehr, sehr häufig erhobenen Vorwürfe in Richtung Neurechts für diese Montagsdemo auf keinen Fall hinkommen. Das absolut nicht. Da lege ich also meine Hand ins Feuer. Das ja. kann ich sagen und ich bin schon recht lange auf der linken Seite unterwegs. Ja. Ja. Sie sind auch Musiker. Bekannter Reggae-Musiker, sind Sie auch in Ihrer Tätigkeit als Musiker politisch? Ja, das würde ich schon sagen. Black Ash war mein Bandprojekt. Es ist eine Reggae-Band gewesen, die zu Anfang sehr stark an Roots-Musik orientiert war und deren Texte ich immer geschrieben habe. Und meine Texte sind bis auf sehr wenige Songs meistens mit der Schilderung von irgendwelchen Skandalen, Zusammenhängen von Krieg und Wirtschaft beispielsweise, Ereignissen, speziell zum Beispiel am 11. September und auch schon mal solchen Dingen wie den Skandalen in Abu Ghraib, in Haditha, ähnlichen Orten gewidmet. Black Ash hat allerdings schon seit ein paar Jahren gar nichts mehr gemacht. Wir sind 2006, 2007 ungefähr aus dem regulären Auftreten raus gewesen. Hat die Band sich dann auch zerlegt. Ich bin jetzt der Vater dreier Kinder, drei Söhne und so nachdem der zweite dazu kam, hat sich das dann eigentlich auch erstmal so auf Hausmann-Tätigkeit konzentriert bei mir. Aber ja, Musik, politisch. Ich habe Reggae gemacht und im Reggae ist, würde ich sagen, schon aus dem musikalischen Vorbild der Aufstand und der Widerstand kaum rauszudenken. Wenn Sie jetzt Vermittler wären, vielleicht einmal ein gedanklicher Sprung, wenn Sie Vermittler wären in einem Konfliktherd, wie würden Sie vorgehen, für Frieden zu sorgen, Konfliktparteien zusammenzubekommen? Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Dürfte gewaltige Unterschiede geben, ob das jetzt zum Beispiel ein ethnischer Konflikt ist, wie wir den erlebt haben zwischen Tutsi und Hutu, ja, oder ein religiöser Konflikt wie in Nordirland. Generell würde ich sagen, sollte man erstmal dafür sorgen, dass alles an Waffen und Sprengstoff aus der Region verschwindet. Und das mit allen Mitteln. Das darf auch ruhig ein paar Milliarden kosten, würde ich sagen. Muss man halt mal sämtliche Suchhunde und Sucheinheiten des Planeten zusammenziehen und dafür sorgen, dass so ein Großraum abgesichert wird. Ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Ansonsten, das wäre also jetzt so eine immediate Handlung, wenn man jetzt laufende Gewalt vor sich hat, das zu versuchen zu unterdrücken. Da müssten halt tatsächlich dann in irgendeiner Form defensiv bewaffnete Truppen rein, Hilfstruppen rein, die selbst keinen direkten Kampfauftrag haben, aber die halt Möglichkeit haben, da technisch zu räumen. Sie haben ja zum Beispiel so Desaster wie Bosnien, was Minen angeht. Da wäre ein sehr sinnvoller Einsatz für einen humanitären Einsatz. Minenräumungen sind auch zum Teil durchaus von der Bundeswehr da gemacht worden. Aber was außerdem gemacht wurde, ist der Ausbau von Basen und Sicherung von Straßen und Sicherung von Luftraum. Letzten Endes auch die Errichtung von sowas wie einer Netzwerkstruktur zwischen Basen, die ausgehen von Kroatien, das so mit der früheste Kriegsort in dieser Kampagne speziell jetzt war, halt durchgängig bis nach Afghanistan fast, bis an die chinesische Grenze. Hm. Das ist
Landkarte, das kann man mit einer Timeline sich einfach anschauen, wie sich das entwickelt hat. Und die USA haben halt an die 900 Basen international. Viele davon sind recht jung. Hm. Nach 2001 ist jedenfalls viel entstanden. Ja. Wie würde ich vorgehen, wenn ich in einem Krisenhelfer bin? In jedem Fall müsste man die Leute dazu bringen, miteinander zu sprechen. Das wäre das allererste, neben der Bereinigung der direkten Kampfsituation. Ja. Sagen wir mal, wir sind jetzt gerade so weit, dass die nicht akut auf sich schießen, dann wären natürlich Treffen zwischen den Führern zu organisieren. Und man sollte versuchen, wenn jetzt die UN beispielsweise im Spiel ist, was sie ja partiell tut, Anreize zu schaffen, dass die Situation erstmal friedlich bereinigt wird, Verhandlungsrunden zu erreichen. Ich habe in der Ukraine vor allen Dingen ein großes Problem, und das ist das Langzeitige jedenfalls. Also im Moment scheint es, als ob der öffentliche Druck zumindest so viel bewirkt hat, dass man sich einen etwas anderen Ton angewöhnt. Aber wir haben ein langzeitiges Totalversagen der deutschen Diplomatie vor uns hier. Also es ist kein Zufall, wenn ein Regierungsmitglied wie Herr Schäuble hingeht und Herrn Putin mit Hitlers Taten vergleicht oder Herr Putins Taten mit Hitlers Taten vergleicht. Das ist ja wohl auch ersichtlich, dass solche Dinge Provokationen sind. Ja. Also das Kriegsszenario wird da gern bedient, finde ich. Insbesondere von Menschen, die sich eigentlich dem Gegenteil verschrieben haben. Und ohne, dass die Bevölkerung sich lauthals zu Wort meldet und diesen Zustand, der nicht hinnehmbar ist, der wirklich entgegen allem demokratischen Willen in diesem Land steht, zu beenden, ohne dass wirklich alle sich einbringen, die das irgendwie können, werden wir wenig dagegen tun können. Das heißt, die Mahnwachen müssen noch wesentlich stärker werden, zahlenmäßig. Und ich habe da schon, muss ich ehrlich sagen, vom Durchschnitt her jetzt vielleicht nicht direkt die Mitte der Gesellschaft stehen sehen bisher. Das kann man jetzt so nicht sagen. Ich habe da primär ein eher linkes Spektrum stehen sehen in Düsseldorf. In diesem Fall kann ich das ganz speziell schon sicher sagen. Ich habe aber durchaus den Eindruck, dass da sehr viele Generationen zusammensitzen, die das normalerweise nicht tun. Und die reden miteinander. Und das ist für mich ein gutes Zeichen. Kommunikation ist im Prinzip nur unter Gleichen möglich. Und wenn wir uns noch alle ein bisschen mehr aneinander angleichen, dann werden wir eine gute Kommunikation erreichen. Ich habe den Eindruck, dass da auch Leute mit verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven zusammenkommen. Leute, die sich jetzt mehr im Internet informieren, die Leute, die durch den 11. September geprägt sind und die Aufdeckung der Ungereimtheiten und auch Leute, die schon viel länger in der Friedensbewegung sind, dass da unglaublich viele Informationen zusammenkommen. Das ist in Düsseldorf ganz gut gelungen. Da gibt es einen Schulterschluss zwischen dieser neuen, ziemlich jungen, teilweise auch erstmal die ersten Schritte machenden in der Politik, Friedensbewegung und halt der alten Friedensbewegung. Ich habe die Leute da gesehen, ich habe gehört, was gesagt wurde. Ich habe die Kooperation für den Frieden, die hat eine Erklärung rausgegeben zu den Mahnwachen, beispielsweise da anwesend gesehen. Das sind also alles schon Sachen, die ich für durchaus vertretbar halte. Man kann sich da einbringen, ohne sich ein schlechtes Gewissen zu machen, dass man jetzt da irgendwie ausschließlich mit Leuten rumsteht, die man seltsam finde. Ich kann auch nur sagen, für mich ist die Überlegung, ob mein Gegenüber da jetzt zum Beispiel an Chemtrails glaubt, ziemlich unerheblich. Ja? Ich habe Chemtrails gesehen. Ich oute mich. Ich weiß aber nicht, wie viele es sind. Da können wir ja uns auch zum Beispiel drüber unterhalten. Aber das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall, wo ich sage, rein logisch gesehen machen die Dinger keinen Sinn. Und die Leute, die teuflische Pläne betreiben und diese technisch betreiben, die sind sowas wie gebunden an Logik. Also, aber dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Chemtrails sind jetzt wirklich nicht mein Thema. Ich persönlich glaube ganz ehrlich nicht daran, dass es Dinger gibt. Ich glaube daran, dass es Flugzeuge gibt, die Zeug sprühen da oben. Ja, ich glaube nicht, dass das eine globale Verschwörung ist. Nein. Ich habe keine Ahnung, wie die Größenordnung ist. Bitte? Ich habe keine Ahnung, wie die Größenordnung ist davon. Das weiß ich nicht. Auch so. Ich weiß nur, dass ich in dem stetigen Fluss von Bildern von Chemtrails jetzt inzwischen schon sowas wie ein halbes Dutzend echte Fälschungen habe ausmachen können, die also jetzt nicht von mir, sondern von anderen Leuten, die zum Beispiel Photoshop-Experten und ähnliches sind, aufgedeckt wurden. So ganz korrekt scheint das alles nicht zu sein. Ich habe da auch ein
einfach sowas wie ein ökonomisches Interesse der Leute, die es sich als Erste haben einfallen lassen. Ja. Ja, in Vermutung. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Muss nicht so sein. Ich muss ja nicht in allem Recht haben, aber ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich glaube an die Dinger nicht. Okay. Ja, wenn man sich weiter über Ihre Arbeit, Ihr Engagement informieren will, wo findet man Sie da? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Jeder, der einen Facebook-Account hat, kann meine Einträge lesen. Ich bin mit meinem Klarnamen, also Peter Jüriens, im Facebook eingetragen. Ich schreibe immer unter meinem Klarnamen. Ich habe da relativ viele Quellentexte, kommentiere auch laufend. Also meine Seite ist sowas wie ein fortlaufender Blog in der Hinsicht. Und glücklicherweise habe ich auch eine ganze Menge Leute, die in verschiedensten Netzwerken sitzen und ihre Informationen mit mir teilen, sodass ich da meistens auch einen ganz guten Mix an Informationen anbieten kann. Ja. Also ist jeder willkommen, sich das anzuschauen, ist auch jeder willkommen, zu kommentieren, was ihm gefällt oder auch nicht. Ich kann ansonsten für die erste Verortung, wo ich so stehe, wirklich nur empfehlen, diese Rede anzuschauen. Die habe ich speziell ausgearbeitet, um ja darzustellen, wie sich meiner Ansicht nach das größte Problem gestaltet, das wir als gesamte Menschheit haben. Das ist, dass eine Entscheidung gegen das demokratische Prinzip gefallen ist, in Firmenbereichen und in Regierungskreisen gleichermaßen. Und solange wir das nicht aussetzen, wird unser demokratischer Wille nur eine sehr begrenzte Rolle spielen und das bei den wichtigsten Entscheidungen, die wir zu fällen haben. Ja. Ja, also auch auf YouTube ist natürlich jeder willkommen, das zu kommentieren. Und ja, ich stehe auch ansonsten halbwegs zur Verfügung. Sie haben mich jetzt ja auch erreicht. Ja, vielen Dank für das Interview. Ich danke für den Anruf und ich habe jetzt nur wirklich ein Streiflicht Ihrer Arbeit kurz anschauen können, bevor wir telefoniert haben. Ich halte das für wichtig, was Sie da machen. Machen Sie weiter damit. Danke. Wir beleuchten ja einige Menschenrechts- und Friedensthemen. Das sind ja immer wieder auch Schwerpunkte von uns. Danke dafür. Danke. Und auf Wiederhören. Wiederhören.